einen Pfleger rein. Zehn kleine Negerlein. Was ist das, Rogers? Tranken ein Glas Wein. Hört er mit auf, Rogers? Das erste Glas verschluckte sich. Da waren's nur noch neun. Ja. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers. Wenn dir die Möwen lieber sind, die singen wenigstens nicht so falsch wie du. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Ein erwachsener Mensch und singt Kinderlieder. Mein Gott, die Noten, die lagen auf dem Xylophon. Der Mr. Onim, der muss es doch mit den Negern haben. Da das Lied von den kleinen Negerlein und hier auf dem Regal 10 Negerchen. Eins doofer wie das andere. Das kommt doch davon, dass die Insel so heißt. Negerinsel. Ich weiß, wie diese gottverdammte Insel heißt, Rogers. Und ich weiß auch, warum sie so heißt. Weil wir beiden hier nämlich die Neger sind. Jetzt kommen gleich 8 Gäste und wir sind das einzige Personal im Haus. Falsch. Die Insel heißt Negerinsel, weil ihre Umrisse einem Negerkopf gleichen. Ich hab's mir auf der Landkarte angeschaut. Aber die einzigen Dienstboten für 8 Gäste sind nun mal wir. Nochmals falsch. 7. Es sind nur 7 Gäste. Und die 8. ist Miss Claythorne, Mrs. Onims Sekretärin. Und die kannst du nicht als Gast rechnen. Ja, aber sie schläft und isst und trinkt hier genauso wie die anderen auch. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Was ist das, Rogers? Ich halte es als Butler für meine Pflicht, einen Cocktail vorher zu probieren, bevor ich ihn serviere. Beruf ist Beruf. Die Sauferei, die bringt dich noch um. Und sag jetzt bitte nicht sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers. Das Boot, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Sie kommen. Du gehst sie abholen. Ein Butler holt seine Gäste nicht ab. Er empfängt sie. Und ihr Gepäck. Und Jim wird Ihnen schon behilflich sein. Ein Teufel wird er tun. Er rührt sich doch keinen Schritt von seinem Boot weg, so wie ich den kenne. Dann werden die Herrschaften eben ihr Gepäck selber tragen. Ihnen steht schließlich ein schönes, langes Wochenende bevor, an dem Sie sich von der kleinen Anstrengung erholen. Natürlich. Gehe ich eben allein. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Und sagt Jim, er soll Öl für die Lichtmaschine mitbringen, wenn er die Herrschaften am Montag wieder abholt. Ich muss die Batterien nachfüllen, sonst sitzen wir hier plötzlich mal im Dunkeln. Woher weißt du eigentlich, wie sie heißt? Wer bitte? Die Sekretärin. Miss Claythorne? Es stand auf der Liste. Auf welcher Liste? Ach so, tut mir leid. Mein Fehler, hatte ich ganz vergessen. Gestern kam ein Brief mit der Gästeliste. Was sagst du mir erst jetzt? Man kann nicht früher sagen, was einem nicht früher einfällt. Also diese gottverlassene Insel, die bringt dich noch um das letzte bisschen Verstand, das der Alkohol dir gelassen hat. Hier werden wir nicht alt. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers. So sieht das ja also aus. Sie sind zum ersten Mal auf dieser Insel. Gewiss. Dann sind wir ja schon 2. Miss Claythorne, wenn ich nicht irre. Ja, und Sie sind Rogers? Sehr wohl, Miss Claythorne. Ich wünsche einen guten Abend. Guten Abend, Rogers. Holen Sie doch bitte mein Gepäck herauf. Und das von Captain... Lombard. Philip Lombard. Es steht noch ein Wunschstück. Sehr wohl, Miss Claythorne. Ich muss gleich zu Mrs. Onnen. Ach, leisten Sie mir doch noch einen Augenblick Gesellschaft, bis die anderen da sind. Ich sollte wirklich... Ob man sich hier wohl was zu trinken nehmen darf. Mir ist richtig heiß geworden nach dem steilen Aufstieg. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Nichts, danke, ich trinke nicht. Kinder, Kinder,
Was seid ihr gerast? Wir können jetzt wohl kaum abwarten, was? Ist aber auch besonders schick. Und? Wo stecken die edlen Gastgeber? Wo? Ich bin Mrs. Onnems Sekretärin. Mrs. Onnem werden wir bis jeden Augenblick hier sein. Das glaube ich nicht. Wie bitte? Ich sagte, ich glaube nicht, dass Mr. und Mrs. Onnem gleich hier sein werden. Mr. und Mrs. Onnem sind verhindert. Ja. Wann kommen sie denn? Sie kommen überhaupt nicht. Sie sind in London aufgehalten worden. Woher wollen Sie das denn wissen? Es stand in dem Telegramm, das Mr. Rogers gestern Abend bekommen hat. Mr. Rogers ist mein Gatte. Wie finde ich denn sowas? Eine Einladung ohne die Gastgeber? Etwas ungewöhnlich, aber nicht unschick. Was haben wir denn da für ein Wässerchen? Darf ich Ihnen auch etwas anbieten? Gin, Whisky, Sherry? Sherry, selbstverständlich. Ich bin Weintrinker. Davis ist mein Name. Marston, Anthony Marston. Lombard, Philipp Lombard. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Irgendwas, Hauptsache es ist nass. Ziemlich steil hier rauf, aber ein großartiger Ausblick. Erinnert mich direkt an Südafrika. An Südafrika? An welche Gegend denn? Natal, so die Ecke um Durban. Kennen Sie Südafrika? Ich? Nein, nein. Schade. Ein herrliches Land. Ich komme nämlich direkt daher. Interessant. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Mrs. Onnems Sekretärin. Danke, danke, es ging. Ein bisschen steil hier rauf. Ja. Mr. und Mrs. Onnem sind leider verhindert. Sehr erfreut, mir kennt sie. Gastgeber lassen sich entschuldigen. Verstehe. Schade. Hätte die beiden doch gerne kennengelernt. Sie kennen die Gastgeber nicht? Ach, machen Sie keine Mühe. Ich hole mir schon selbst was. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist Miss... Wer bitte? Sagte doch Mrs. Lim, die Dame des Hauses. Bedauere, das ist Mrs. Onnem. Ich bin ihre Sekretärin. Sie ist leider in London zurückgehalten worden. Ja, wie merkwürdig. Hat sie vielleicht den Zug versäumt? Möglich. Sollte sie aber nicht, wenn sie Gäste hat, nicht wahr? Ja, tut mir wirklich leid. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Martini, Dry, Sherry, Whisky? Ich trinke nicht. Naja, das ist ja wohl auch vernünftiger. Darum geht es nicht. Ich halte Trinken für eine Sünde, junger Mann. Aber ich finde es doch äußerst merkwürdig, dass Mrs. Lim nicht hier ist, um ihre Gäste zu empfangen. Darf ich bitte jetzt mein Zimmer sehen? Entschuldigen Sie, Sie werden gleich auf Ihr Zimmer gebracht. Äußerst merkwürdig. Äußerst merkwürdig, das alles hier. Tut mir leid. Ich werde Sie sofort auf Ihre Zimmer führen. Ich habe es leider versäumt, Mrs. Rogers die Gästeliste auszuhändigen. Wenn ich dann jetzt bitten darf. Einen Moment. Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit? Es gibt da eine alte Geschichte von zwei schiffbrüchigen Engländern, die
zwei Monate lang zusammen auf einem Floß unterwegs waren und nicht miteinander sprachen. Und wissen Sie auch warum, nicht? Nun, Sie waren einander nicht vorgestellt. Was waren Sie? Sie waren einander nicht vorgestellt. Den kannte ich. Ja. Ladies and Gentlemen, die Voraussetzungen sind bekannt. Wir werden zusammen hier ein Wochenende verbringen. Die Gastgeber sind bedauerlicherweise nicht anwesend. Ich schlage deshalb vor, wir tun, was auf dem Boot nicht sehr gut möglich ist. Wir stellen uns einander vor. Wenn ich den Anfang machen darf, mein Name ist Wargrave. Ich bin Jurist, Staatsanwalt. Das heißt, ich war es. Das ist alles. Wen darf ich bitten? Na gut, also ich bin Philipp Lombard. Meinetwegen auch Captain Lombard. Bis vor kurzem war ich Soldat. Was? Ja, bei der Armee, in den Kolonien. Aber dann wurde mir die Sache zu fad und ich habe den Dienst quittiert. Schade. John Gordon Mackenzie. General Mackenzie? Ach, gewiss. Der Mackenzie. Nun? Naja, Tony Marston und was immer man gegen mich sagen kann, ich verstehe etwas von Weinen. Insbesondere von Portwein. Naja, das passt nicht. Davis ist mein Name. Davis. Ich bin Farmer und lebe in Südafrika. Ein herrliches Land. Müssten Sie unbedingt kennenlernen, falls Sie es noch nicht kennen. Mein Name ist Armstrong. Halt, Moment. Sagen Sie nicht, Sie sind Dr. Armstrong? Ja. Dachte ich mir doch. Schon auf dem Boot. Denn ich vergesse nämlich niemals ein Gesicht. Ich eigentlich auch nicht. Vor allem nicht dasjenige eines Patienten, aber ich wüsste wirklich nicht. Können Sie auch nicht. Ich kenne Sie ja nur aus der Zeitung. Sie waren doch der Sachverständige in diesem Prozess gegen den verrückten Schotten, der die drei Frauen umgebracht hat. Stimmt. Ich bin Psychiater. Aber so verrückt war dieser Schotte nun auch wieder nicht. Glauben Sie das einem überzeugten Junggesellen? Schade. Wie? Was? Ich finde das einfach schade. Ein Leben ohne Frau. Ja. Ja. Womit wir dann ganz zwanglos bei den Damen wären. Auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Ich bin Vera Claythorne, Mrs. Onnings Sekretärin. Ja, dann müssten wir eigentlich von Ihnen erfahren können, wieso unsere verehrten Gastgeber nicht angehen. Ich kenne Mrs. Onnings gar nicht. Ich bin neu. Ich sollte sie hier treffen. Ich finde das alles äußerst merkwürdig von Mrs. Lynn. Und ich habe auch nicht die geringste Lust, mein Wochenende hier zu verbringen. Bestellen Sie bitte das Boot für mich, Rogers. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Milady. Wir haben kein Telefon, kein Radio und Jim kommt mit dem Boot erst am Montag. Ja, aber es wird doch irgendein anderes Boot auf dieser Insel geben. Ich bedauere Sie auch in diesem Punkt enttäuschen zu müssen. Darf ich Ihnen jetzt Ihre Zimmer zeigen? Madame Lippen, haben Sie die Güte, sich mit uns bekannt zu machen. Emily Fred. Wenn ich mir erlauben darf, hinzuzufügen, Lady Emily Brett, würden Sie mir jetzt bitte folgen? Darf ich, Lady Emily? Nein, danke. Ach ja, Dinner ist um 8. Kaffee und Liköre im Anschluss hier auf der Terrasse. Mr. Odin hat es ausdrücklich so gewünscht. Bitte sehr, meine Damen und Herren. Thank you.
Du könntest mich wenigstens Thomas nennen, wenn du mich schon so erschreckst. Also ich bring mich in der Küche bei dir um und du sollst hier für dich liegen. Ja, 8 erwachsene Menschen gleichzeitig zu bedienen, ist auch keine reine Wonne. Ich habe dir ja gesagt, wir hätten die Stelle nicht annehmen sollen. Ach, hör auf. Eine Schande ist das, wie man hier mit uns umspringt. Freitagabend schon den ganzen Stall voller Gäste, aber die Zimmermädchen, die kommen erst am Montag. Und diese Zicke von Sekretärin, die hat auch keinen Finger, sondern flirtet mit diesem Käpt'n darum. Das ist ja lang nicht so laut. Sie sind doch gleich fertig. Es ist doch auch wahr. Ich bin hier nicht als Mädchen für alles engagiert. Ich bin hier als Köchin engagiert. Ich bin eine verdammt gute Köchin. Und mein Essen ist sowieso viel zu schade für die. Rogers, wo stecken Sie denn? Mr. Marstons Glas ist leer. Dann kann Mr. Marston sich vielleicht nachschenken. Stella, bitte. Ich komme. Herr Dongen, Sie bleiben bitte. Ja, bitte. Ist wegen Ihres Kleides. Kleid Sie? Keineswegs. Ich missbillige Kleider solcher Art. Und wieso? Ich habe den Eindruck, dass Sie dieses Kleid lediglich tragen, um die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechtes auf sich zu ziehen. Würden Sie das denn für eine Sünde halten? Ja, ich bin so frei, alles für Sünde zu halten. Diese ausgeschnittenen, eng anliegenden Abendkleider, diese Cocktailpartys und dieses vertrauliche Getue, diese ständige Flirterei mit diesen schamlosen jungen Männern, die allesamt nichts wert sind. Schauen Sie sich doch nur diesen Mr. Marston an. Ekelhaft. So jung ist er aber gar nicht mehr. Und diesen hässlichen Captain Lombard? Haben Sie gesehen, wie der Sie während des ganzen Abendessens angeschaut hat? Wie? Sündig. Ja? Ganze Generation taugt nichts. Absolut nichts. Ich weiß nicht, was Sie an Captain Lombard auszusetzen haben. Er ist doch ein interessanter Mensch, der ein bewegtes Leben hinter sich hat. Was? Ein schäbiger, kleiner Abenteurer. Weiter nichts. Begehrlich. Geil. Sündhaft. Entschuldigen Sie, Lady Emily, aber ich finde das alles reichlich anders. Das ist Ihre Sache. Ich hielt es jedenfalls für meine mitmenschliche Pflicht, Sie darauf hinzuweisen. Danke, aber ich hätte auch gut auf diesen Hinweis verzichten können. Sie werden noch an mich denken. Kaum. Wie ein Jagdhund mit Brille sieht er aus. Finden Sie nicht? Alle Staatsanwälte sehen aus wie Jagdhunde mit Brille. Warum sollte denn da ausgerechnet Wargrave eine Ausnahme machen? Er war schließlich einer der schärfsten Ankläger Englands und der hat mehr Angeklagte an den Galgen gebracht als sonst irgendjemand. Aber ganz so freiwillig soll sein Abschied ja nun auch nicht gewesen sein. Ich wusste gar nicht, dass es der Wargrave ist. Mr. Wargrave? Lady Emily? Es gibt da eine Angelegenheit, in der ich Sie gerne um Rat fragen würde. Aber bitte. Ich würde es vorziehen, unter vier Augen mit Ihnen zu sprechen. Es soll mir ein Vergnügen sein. Wie wäre es in der Bibliothek? Ja. Wie wäre es mit einem Whisky, General? Captain Lombard fragt, ob Sie ein Whisky oder sonst etwas haben möchten. Gewiss außerordentlich ansehen. Freue mich überhaupt über diese Einladung. Ha, das ist mir doch seit Jahren nicht mehr passiert. Könnte ich jetzt vielleicht mal ein Whisky haben? Ein Traum von einer Maschine. Aston Martin, Spezialanfertigung. Ganz England nur ein gutes Dutzend von. Ich hab spielend 160. Ja, und welche Farbe? Welche Farbe? Na, rot natürlich. Ich sage immer, ein Sportwagen kann jede Farbe haben. Nur rot muss es sein. Wollen Sie gleich am Montag mit mir zurückfahren? Weiß noch nicht. Wenn Sie das bitte meine Sache sein lassen wollten, Mr. Lombard. Danke, mir auch ein Scotch.
Mit Wasser oder mit Soda? Mit Quatsch. Mir mit Soda. Sehr wohl, Mr. Davis. Und für Sie, Dr. Armstrong? Ich denke nicht. Na, no, und es stört sich nicht, wenn wir es tun. Natürlich nicht. Ich bin Psychiater. Ich lebe davon, dass andere trinken. Auch die Psychiater. Mrs. Onne überhaupt gibt. Kommen Sie darauf. Ach, ist nur so eine Idee. Eine wunderschöne Nacht. Gestatten Sie mir eine Frage. Kennt jemand von Ihnen eine Mrs. Slim? Wie bitte? Kennen Sie eine Mrs. Slim, General? Slim? Slim? Wie gehört? Was sagt die Ingenieurin? Es liest sich alle wie Slim. Was darf ich Ihnen bringen, Mr. Warwick? Whisky. Wasser oder Soda? Wasser. Wegen des Kinderliedes ist. Ja. Die Noten, die liegen schon immer da. Ihr wisst, wie es ein Negerlein. Den kleinen Negerlein? Mein Lieblingsliederskind. Warten Sie, das kann ich noch. Deshalb erlauben, ein kleines Lied zum Vortrag zu bringen. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit für 10 kleine Negerlein. Um Himmels Willen! Sie hätten wohl auch noch Kinderlieder für das Lied. 10 kleine Negerlein, die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich. Da waren es nur noch 9 kleine Negerlein, die schliefen in der Nacht. Eines wachte nicht mehr auf, da waren es nur noch 8. 8 kleine Negerlein, die suchten rote Rüben. Eines blieb allein zurück, da waren es nur noch 7. 7 kleine Negerlein. Trafen eine Hex. Sie winkte eine mit der Axt. Waren es nur noch 6. 6 kleine Negerlein. Sie gingen ohne Strumpf, das eine auf eine Stange trat. Da waren es nur noch 5. 5 kleine Negerlein. Die irrten in der Tür, das eine in die Falle fiel. Da waren es nur noch 4. 4 kleine Negerlein hörten das Geschrei der Möwen und sie folgten ihm. Da waren es nur noch 3 kleine Negerlein. Vor Ort trieben wilde Reif, das eine fraß ein wilder Bär. Da waren es nur noch 2 kleine Negerlein. Die Länge des Vereins, die gehen aufeinander los. Ein kleines Negerlein, das fürchtete sich sehr, nahm einen Strick und hing sich auf. Dann gab es gar nichts mehr.
Entschuldigung, aber irgendwie hat sich das Buch noch anders in Erinnerung. Was wollen Sie? Kinderhühner sind grausam. Wie Kinder. Nur Frauen sind grausamer. Das wollten Sie sagen, Doktor. Ja. Rogers? Wo ist denn dieser Rogers? Mein Glas ist leer. Wo ich mir selber was. Meine Damen und Herren, ich bitte um absolute Ruhe. Jeder einzelne von Ihnen hat sich eines ungesühnten Verbrechens gegen Leib und Leben schuldig gemacht. Folgende Anklagen werden gegen Sie erhoben. Edward George Armstrong. Sie sind ursächlich schuld am Tode von Louis Mary Kensington. William Henry Law. Sie haben den Tod von James Stephen Lander auf dem Gewissen. Emily Caroline Frank. Sie sind für den Tod ihres Neffen, James Jonathan Frank, verantwortlich. Vera Elizabeth Claiborne. Sie haben James Hamilton getötet. Philip Nossler. Sie haben den Tod von 21 Männern eines afrikanischen Stammes verschuldet. John Gordon Mackenzie. Sie haben Arthur Richmond, den Liebhaber ihrer Frau, vorsätzlich in den Tod geschickt. Anthony Marston. Sie haben die Geschwister Paul und Jennifer Combs ermordet. Thomas Rogers und Stella Rogers. Sie beide sind schuld am Tode von Marilyn Bray. Lawrence John Warbury. Sie sind des Mordes an Edward Seaton schuldig. Untersuchungsgefangene, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Damen und Herren, ich bitte um absolute Ruhe. Dachte ich mir's doch. Eine Schalpe. Und nur wirklich ein übler Jux. Sie halten das für einen Jux? Ja, wofür denn sonst? Und
Wer zum Teufel hat die Platte aufgelegt? Ich, Sir. Wieso? Ich handelte lediglich im Auftrag, Mr. Wargrave. Und wer gab Ihnen diesen Auftrag, Rogers? Mr. Olm. Wie lautete die Anweisung genau? Ich sollte eine Schallplatte auf das Grammophon im Arbeitszimmer legen, sobald sich die Gäste nach dem Dinner auf der Terrasse versammelt hätten. Und woher hatten Sie die Platte? Es hieß, ich würde sie in eine Schreibtischschublade finden. Was heißt es hieß? Ich bekam die Anweisung schriftlich, Mr. Wargrave. Es tut mir aufrichtig leid, ich dachte, es wäre ein Musikstück. Ja, das musste er wohl auch. Denn hier auf der Platte soll stehen: Schwanengesang. Was finden Sie denn daran so komisch? Erlauben Sie, Miss Gräfer, gestatten Sie. Ist ja alles gut, Stina. Ist ja alles in Ordnung. Ist ja weiter gar nicht schlimm, Stina. Es geht gleich wieder, Mrs. Rogers. Nur eine kleine Blutwehre im Gehirn. War ich ohnmächtig? Ja, aber nur kurz. Das war die Stimme. Diese fürchterliche Stimme. Es tut mir ja so leid. Wo ist der Cognac? Hier, trinken Sie einen Schluck, das wird Ihnen gut tun. Na, geht's wieder? Ich glaube ja. Bringen Sie Ihre Frau zu Bett. Danke. Danke, Herr Doktor. Wenn ich mich dieser Bemerkung anschließen darf, Dr. Armstrong, danke. Nachdem wir soeben Zeugen waren aus der wunderbaren Wirkung des Alkohols auf den menschlichen Organismus, schlage ich vor, darauf trinken wir ein. Was mich betrifft, mein Gewissen ist rein. Paul und Jennifer Kompf waren 6 und 8 Jahre alt. Sind mir beim Reiten in den Wagen gelaufen. Ich konnte nichts dafür. Man hat mir für 3 Monate den Führerschein abgenommen und das war's. Und außerdem liegt das schon wieder 10 Jahre zurück. Auf ein fröhliches Wochenende. 10 kleine Negerlein. Die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich. Da waren es nur noch 9. Clown! Wie der nicht hier Witz! Armselige Clown! Der Clown ist tot. Was sagt der Doktor? Mr. Marston ist tot. Aber der hat sich doch bloß verschluckt. Ich habe noch nie gehört, dass jemand nur weil er sich verschluckt hat. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Hören Sie doch auf. Das Glas, Mann, man muss es doch sichern. Doktor, riechen Sie mal. Nun? Cyankali, würde ich sagen. Was? Gift, General! Ach, wie schade. Ein kleiner Neger ist kaputt.
Haben Sie das Glas auch kontrolliert? Ich vertraue auf mein Glück. Dann viel Glück. Nun, Leute, wie geht es Ihrer Frau? Sie schläft. Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Morgen früh ist sie wieder in Ordnung. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ich trinke grundsätzlich nicht. Ja, noch nicht einmal auf diese ganze Aufregung hin? Nein! Nun, Rogers, nehmen Sie Platz. Wie Sie wünschen, Mr. Wargrave. Aber ich würde es für angemessener halten, wenn ich... Setzen Sie sich! Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Erzählen Sie uns alles, was Sie über Mr. und Mrs. Onion wissen. Ich fürchte, das ist sehr wenig, Mr. Walker. Dann erzählen Sie das Wenige. Wir sind erst seit Dienstag hier, meine Frau und ich. Man hat uns schriftlich engagiert. Durch ein Vermittlungsbüro. Es war die Firma Legina in Plymouth. Ja, das lässt sich doch überprüfen. Haben Sie den Brief da? Wegen der Anstellung? Jawohl, Sir. Ich trage ihn sogar bei mir. Darf ich ihn sehen? Gewiss. Danke. Fahren Sie Rückfahrt, Rogers. Wir sind also am Dienstag gegen Mittag hier angekommen. Jim, der Bootsmann, der hat uns hergebracht. Er hat uns auch die Schlüssel für das Haus übergeben. Alles so, wie es in dem Brief steht. Und wie fanden Sie das Haus vor? Das Haus war in Ordnung. In der Küche und im Keller waren eine Menge Lebensmittel. Es musste nur ein bisschen gelüftet werden. Abgeschmückt. Und dann? Dann bekamen wir die schriftliche Anweisung, die Räume auf das Wochenende hin für eine Gesellschaft herzurichten. Was auch geschah, wie Sie vielleicht bemerkt haben dürften. Und die Anzahl der Gäste? 7, Sir. Und natürlich Mr. und Mrs. Onion. Ach ja, und Miss Claythorne. Aber dann kam gestern das Telegramm, dass Mr. und Mrs. Onion leider verhindert werden. Sie wissen. Ja, und wo stand das von dieser Schallplatte? In einem zweiten Brief, der gleichzeitig mit dem Telegramm eintraf. Er enthielt die Liste der Gäste und die Anweisung, nach dem Dinner die bewusste Platte. Entschuldigung. Moment mal. Moment. Ein Telegramm ist ja wohl schneller als ein Brief. Das ist ja anzunehmen. Dann wusste doch Mr. Onim also, dass er nicht kommen würde, bevor er das Telegramm schrieb. Nicht unbedingt. Er kann den Brief auf alle Fälle geschrieben haben. Gewiss, warum einfach, wenn es auch kompliziert ist. Wenn Sie auch dieser zweite interessierte. Briefkopf des Dorchester Hotels. Maschinenschrift. Ja, englische Maschine. Ich würde sagen, ja, Hotel Coronation. Nummer 5. Aber ich glaube, mit Fingerabdrücken ist da nichts. Sie haben vermutlich schon zu viel in der Hand gehabt. Sie hätten wirklich Detektiv werden sollen, Mr. Davis. Und was für pittoreske Vornamen er hat. Abraham Nicholas Onnen. Wiederholen Sie, was Sie da eben gesagt haben, Captain. Abraham Nicholas Onnen. Und jetzt kürzen Sie die Vornamen einmal an. A.M. Onnen. Anonym. Wie bitte? Anonym! Wer hier ist hier anonym? Unsere verehrten Gastgeber, General. Mit anderen Worten, es gibt sie überhaupt nicht. Ich sagte ja immer, dass es kein Mann ist, sondern eine Dame. Und die heißt Slim. Ich bin auch da nicht so sicher, Lady Emily. Wie sind Sie zur Einladung gekommen? Ach, es war vielleicht ein wenig ungewöhnlich unter dem Einladungsbrief. Ich konnte die Unterschrift nicht lesen. Welche Unterschrift? Ja, und
unter dem Einladungsbrief, ich sagte es bereits. Aber da erinnerte ich mich dieser netten jungen Dame, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Und las die Unterschrift festnehmen. Wenn Sie wollen, kann ich den Brief holen gehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Lady Henry. Miss Clayton, wie kamen Sie auf diese? Ähnlich wie Rogers, über eine Agentur. Greenfield & Greenfield in London. Ich suchte eine Stellung für die Ferien und man bot mir diese hier an. Die Agentur vermittelte mir einen Brief, in dem es hieß, die Agentin hätte mich persönlich empfohlen und man wäre mit meinen Gehaltsansprüchen einverstanden. Ich würde also am Freitag, den 8. August, auf der Insel erwartet. Sollte den Zug um 12.40 Uhr nach Wellington nehmen und würde dann in Oakridge abgeholt, wie Sie alle hier. Im Brief lagen nur noch 5 Pfund für meine Aussagen. Und wie lautete diese Unterschrift? Abigail Natalie Onnen. Tatsächlich! A.N. Onnen, anonym! Aber das ist ja absurd. Das ist doch völlig verrückt. Verrückt. Verrückt ist das Stichwort. Doktor, wie kam Sie auf die Insel? Ich weiß nicht, ob ich es fragen sollte. Aber unter den gegebenen Umständen fand ich es für richtig zuzugeben, dass ich aus beruflichen Gründen da bin. Mr. Onnen schrieb mir, er sei in Sorge um den Gesundheitszustand seiner Frau, ihrer geistigen Gesundheit. Er wünschte ein Gutachten, ohne dass sie nun ja durch eine Untersuchung beunruhigt würde. Deshalb schlug er vor, mich als einen seiner Gäste hier einzuführen. Sie nahmen den Auftrag ohne weiteres an? Ach, wissen Sie, in meinem Beruf gibt es nichts, was es nicht gibt. Und außerdem war das Honorar recht plausibel. Und ein paar Ferientage können auch nicht schaden. Danke sehr, René. Verehrte Lady Henry, hoffe, Sie sehen. Ich schlage vor, 8. August, 12.40 Uhr am Paddington ist aufgeschrieben. Tja. Die Unterschrift ist wirklich sehr schwer zu beziffern. Mich hat eine Freundin hierher gelockt. Der Gastgeber erwähnt sie nur ganz flüchtig mit dem Vornamen. Die Handschrift scheint mir identisch zu sein. Ja. Sehen Sie doch. Ja, und sogar mit der gleichen Tinte geschrieben. Da hat sich aber wirklich jemand große Mühe für einen kleinen Scherz gegeben. Der kleine Schwarz hat Mr. Marston das Leben gekostet. Das kann man so nicht sagen. Marston hätte sich auch anders umbringen müssen. Wenn er sich umgebracht hat. Er hat sich umgebracht. Woher wollen Sie das denn wissen? Hat er nichts nutzt. Er hat seinem sinnlosen Leben selbst sein Ende gesetzt. Es wäre interessant gewesen zu erfahren, wie Marston hier gehört. Das kann ich Ihnen sagen. Er hat es mir erzählt. Irgend so ein Zufallsfreund hat sich hier mit ihm auf dieser Insel verabredet. Danke. Und nun zu Ihnen, General Mackenzie. Wie kamen Sie hierher? Ich bekam auch so einen Brief von in diesem Onnen. Erinnerte mich nicht an diesen Namen. Glaubt ihr mir doch mal, im Club kennengelernt zu haben. Ein paar alte Kameraden von mir sollten auch hier sein, dieses. Ja, habe den Wischleiter mit mir auf. Sie nahmen eine so formlose Einladung so einfach an. War doch die erste seit Jahren. Wir hatten nicht mehr so häufig eingeladen. Ja, die meisten von uns sind tot. Bei mir war es dasselbe. Auch eine Einladung, in der gemeinsame Bekannte erwähnt wurde. Der Brief kam auch aus London, aber ich habe ihn auch nicht mehr. Schade. Mr. Davis? Mr. Morris? Mr. Davis? Unter den Namen, die von der geheimnisvollen Stimme genannt wurden, war der eines gewissen Willy
William Henry Blore. Bin ich nicht irre? Gibt es unter uns niemanden mit dem Namen Blore, Mr. Davis? Andererseits, wurde Ihr Name von der Stimme nicht erwähnt? Wie erklären Sie sich das, Mr. Davis? Ja, also der Zug ist abgefahren und die Katze ist aus dem Sack. Ja, ich gebe zu, dass ich nicht Davis heiße. Sie sind William Henry Blore. So ist es. Ich war Kriminalkommissar und jetzt leite ich ein privates Detektivbüro in Plymouth. Ich habe meine Papiere dabei, ich kann mich ausweisen. Und außerdem bin ich in einem bestimmten Auftrag hier. Nun erzählen Sie bloß nicht den Auftrag von Mr. und Mrs. Onnen. Doch. Er schickte mir eine ansehnliche Summe und wünschte, dass ich sozusagen als Gast an dieser Wochenendveranstaltung teilnehmen soll. Mit welcher Begründung? Er schrieb, Mrs. Onnen hätte ein paar sehr wertvolle Schmuckstücke und aber auch wirklich alles ganz wahnsinnig. Das würde ich aber auch denken. Aber ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass dieser Mr. Onnen wohl ganz wahnsinnig ist. Oder diese Mrs. Onnen. Oder diese Mrs. Onnen. Aber wer immer es auch ist, dieser Mensch hat sich doch wirklich eine wahnwitzige Mühe gemacht, alles Mögliche über jeden von uns herauszufinden. Ich muss schon sagen, er hat ziemlich viel herausgefunden. Ja, lauter Unsinn. Das wollen wir hoffen, Lady Emily. Das wollen wir mit unser aller Interesse hoffen. Mich zum Beispiel klagt unser allwissender Mr. Unbekannt des Mordes an einem gewissen Edward Seed. Ich erinnere mich an diesen Seed. Weiß auf Namen gegangen. Klipp und klar seine Schuld. Auf. Tod durch den Strang und ich kam durch. Ich betone, dass ich ein absolut freies Gewissen habe. Ich habe meine Pflicht getan. Ich habe einen Mörder seine gerechten Strafe überantwortet. Würden Sie mir erlauben, zwischendurch nach meiner Frau zu sehen? Natürlich, Roger. Ich glaube, wir können ohnehin jetzt auf Sie verzichten. Gehen Sie nur, Rogers. Ich sorge schon für alles. Danke. Ich bin Ihnen außerordentlich verbunden. Gute Nacht. Rogers! Mr. Wargrave? Und wie war das mit Miss Brady? Mit Miss Brady? Da war nichts mit Miss Brady. Mrs. Rogers und ich waren bei Miss Brady in Stellung. Sie war schon glücklich, als wir die Stelle antraten. Der Nacht, als sie den Anfall bekam, war starker Sturm. Das Telefon war unterbrochen, wir konnten den Arzt nicht erreichen. Ich rannte zu Fuß los, aber es war zu spät. Wir hatten Miss Brady sehr. Und Sie? Sie wohl auch? Ich denke, ja. So sehr, dass Sie Ihnen hübsch etwas hinterlassen hat. Miss Brady erlaubte sich in Anerkennung unserer Dienste und sein kleines Legat zu hinterlassen. Und Sie haben sich dann erlaubt, es anzunehmen? Ja, gewiss, Sir. Gute Nacht. Na, wie steht's denn dann mit Ihnen, Mr. Lore Davis? Wieso? Von Ihnen hat doch die Geisterstimme ebenfalls gesprochen. Ja, ich weiß, diese Sache damals mit Lander. Das war der Banküberfall damals in London. Interessant. Ich hätte den Fall damals bekommen sollen, aber ich war überlastet. Lander wollte vorbeifahren aufgrund von Beweisen, die der diensthabende Polizeioffizier beibrachte, nicht wahr? Stimmt. Der Polizeioffizier war ich. Ach ja. Sagen Sie, wurden Sie nicht sogar ausgezeichnet für die äußerst geschickte Behandlung des Falles? Jawohl, ich bekam ein Diplom. Und Lander?
Er bekam lebenslänglich. Er starb im Gefängnis. Er war ein Gangster. Er hat den Nachtwächter umgebracht. Obwohl das nie eigentlich ganz schlüssig nachzuweisen war. Ich jedenfalls habe nur meine Pflicht getan. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Hör ich immer nur Pflicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das alles wirklich nicht. Auch der Name, der mit mir in Verbindung gebracht wurde. Wie war der noch gleich? Louise Marie Kensington. Ich kann mich wirklich an keine Patientin dieses Namens erinnern. Absolut rätselhaft. Ja, viele kommen auch erst in letzter Minute. Und wenn der Patient dann stirbt, dann ist immer der Arzt schuld. Und Sie, Miss Clayton? Miss Clayton! Und Sie? Ja, das ist James Hamilton. Wir hatten ihn Jimmy. Er war 10 Jahre alt. Ich war seine Erzieherin. Im Sommer brachten wir in Cornwall. Ich bin fast verboten, weit hinauszuschwimmen. Als ich einmal nicht acht gab, tat er es doch. Ich sprang ihm nach, aber konnte ihn nicht mehr erreichen. Wurde der Fall gerichtlich untersucht? Wurde freigesprochen. Niemand hat mir hier einen Vorwurf gemacht, auch die Eltern nicht. Danke. Lady Emily? Ich habe nichts zu sagen. Nein? Nicht, dass ich wüsste. Keine Verteidigung? Es gibt nichts zu verteidigen. Ich habe immer einzig und alleine so gehandelt, wie mein Gewissen es mir vorschrieb. Und ich habe ein gutes Gewissen. Dann wäre also ich unter lauter blütenweißen Unschuldslämmern das einzige schwarze Schaf. Komisch. Ja, wir hören. Ja, ich war in Afrika. Ja, ich habe diese 21 Eingeborenen im Busch und damit auch im Stich gelassen. Ja, mir war das Hemd näher als die Hose. Ich habe mich zuerst um meine eigene Haut gekümmert. Sie waren Offizier? Na und? Sonst wären es 22 Tote gewesen. Taugt nichts, die ganze Generation taugt nichts. Aber sie lebt. Ich denke, unsere Untersuchung ist beendet. Jetzt schlage ich vor, dass wir alles erst einmal über Schlaf richten. Gute Nacht. Nun? Nichts. Wir haben alles abgesucht, aber von einem Boot keine Spur. Und auf dem Meer? Auch nichts. Wir waren auf dem höchsten Punkt der Insel. Nichts hat sich gelohnt. Übrigens, schlechte Sicht heute. Wessen Gesicht? Schlechte Sicht, General! Ja, kühl für diese Jahreszeit. Kippe auf Sturm. Spüre sowas. Dreimal verwundet. Der Wahnsinn, auf so einer Insel zu leben und kein Boot zu haben. Es gibt doch keinen geschützten Liegeplatz. Bei Südostwind würde das Boot an den Klippen zerschellen. Ach, vielleicht kommt doch zufällig eins vorbei. Ja, vielleicht. Ja, bei Sturm wohl kaum. Ja, soll das heißen, dass wir vom Land abgeschnitten werden könnten? Vielleicht für mehrere Tage? Ich bleibe hier nicht bis Montag. Ich nicht. Wo steht denn eigentlich dieser Rogers?
Der Gute war ziemlich durcheinander gestern Abend. Ja, wundert Sie das? Ja, ich habe ihn beobachtet. Er hatte schlotternde Angst. Das leibhaftig schlechte Gewissen. Jede Wette, dass die beiden die alte Dame um die Ecke gebracht haben. Das ist doch alles verrückt. Das ist doch alles ganz wahnsinnig. Kein Boot, kein Telefon, kein Gastgeber. Sind Sie da so sicher? Warum? Sind Sie es nicht? Ich weiß nicht recht. Ich glaube, Mr. Walker hat recht. Ich hatte schon gestern Abend so ein merkwürdiges Gefühl. Dieser Mr. Unbekannt. Ob er nicht vielleicht doch hier irgendwo auf dieser Insel ist? Und Rogers, der braucht ja überhaupt nichts davon zu wissen. Oder? Oder er hat den Befehl, so zu tun, als ob er nichts weiß. Ein unangenehmer Tag, was? Aber dann wäre er doch wohl gestern Abend nicht so sehr erschrocken, nicht wahr? Ja, stimmt auch wieder. Und hätte überhaupt jemand die Möglichkeit gehabt, etwas in Mr. Marstons Glas zu tun, ohne dass wir es bemerkt hätten? Vollkommen. Aber jemand muss es getan. Ja, er selbst. Das können Sie doch nicht wissen. Er hat sich umgebracht. Die ganze Generation taugt nichts. Keine Selbstdisziplin und keine Gottesfurcht. Herr Doktor, dürfte ich Sie bitten, mir zu folgen und nach meiner Frau zu schauen? Ja, geht es Ihnen ja nicht besser? Ich weiß es nicht, bitte. Jetzt wissen wir auch, warum es immer noch kein Frühstück gibt. Ich kann mich drum kümmern. Haben Sie Hunger, General? General, möchten Sie frühstücken? Leslie, Liebling. Bin ich Leslie? Ich bin Vera Claythorne. Richtig. Entschuldigen Sie vielmals. Ich hielt sie doch glatt für meine Frau. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Miss Clayton. Guten Morgen, Captain Lombard. Scheint, ich habe verschlafen. Wie steht's denn mit dem Frühstück? Wir warten noch. Und Sie müssen Nerven haben, dass Sie überhaupt so lange schlafen können. Im Schlaf, da bringt mich nichts aus der Ruhe. Auch kein Albtraum von 21 Eingeborenen? Ich träume nie, Lady Emily. Noch nicht einmal von toten Neffen. Ich auch nicht. Wie schön für Sie. Und Sie, Miss Beckford, wie haben Sie denn geschlafen? Es ging so. Schade, ich dachte schon, Sie hätten vielleicht von mir geträumt. Komisch. Was ist denn daran so komisch? Es ist doch seltsam, das. Ja, was denn? Gestern Abend ist doch eins dieser Negerlein zerbrochen, nicht wahr? Ja. Und da waren es nur noch 9. Das ist anzunehmen. Jetzt sind es aber nur noch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich. Naja, vielleicht waren doch von Anfang an nur 9. Das hat ja schließlich niemand nachgesehen. Es waren 10 und jetzt sind es nur noch 8. Was gibt es denn, Doktor? Mrs. Rogers ist tot. Sie ist überhaupt nicht wieder aufgewacht. Rogers ist sich da ganz sicher. Sie muss schon seit 4 oder 5 Stunden tot sein. Ja, war es das Herz? Ich weiß nicht. Das kann ich so nicht feststellen. Dann war es der Schock. Ich sagte ja, die hat gestern einen mächtigen Schock bekommen. Kann es auch Gift gewesen sein? Auch das wäre möglich. Sir Kali? Nein, das würde man riechen. Es muss ein Narkotikum gewesen sein. Etwas, das zuerst einschläfert, dann vielleicht... Sie haben mir doch gestern Abend ein Schlafmittel gegeben, Doktor. Ah, eine kleine Dosis Luminal. Ja, und wie klein war diese Dosis? Was fällt Ihnen denn ein? Nichts für ungut, Doktor. Ich dachte doch nur, falls sie ein schwaches Herz gehabt hätte. Diese Dosis hätte keinem Kind geschadet. Woran starb sie denn nun wirklich? An ihrem Gewissen. Wie meinen Sie das, Lady Emily? Sie haben doch selbst gehört.
dass sie ihre Arbeitgeberin umgebracht hat. Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Ja, haben Sie denn nicht gesehen, wie sie gestern Abend zusammenbrach? Die böse Tat war entdeckt, der Galgen war ihr sicher, sie starb vor Angst. Das ist eine Theorie, die auch nur hypothetischen Wert hat, solange kein genauer Befund über den Gesundheitszustand dieser Frau vorliegt. Tod durch Angst setzt immer eine latente Herzschwäche voraus. Es steht geschrieben, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Hören Sie doch auf! Hören Sie doch bitte auf! Gottes Zorn hat sie nein! Nein! Ruhig, Herr Mann, da drinnen liegt Marston. Also, gehen wir doch noch einmal ganz nüchtern an die Sache ran. Was hat die Frau gestern Abend zu essen oder zu trinken bekommen, nachdem sie ins Bett gebracht worden ist, Doktor? Nichts. Sie schlief nach ein paar Minuten ein. Keine Tasse Tee, kein Glas Wasser? Nichts. Und nachdem sie weg waren? Ach so. Was hat sie da bekommen? Ach so, darauf wollen Sie also hinaus. Rogers. Ja, angenommen, Lady Emilys Version stimmt. Und die beiden haben die alte Dame wirklich um die Ecke gebracht. Was? Was passiert? Sie holen sich ihre Erbschaft ab, nehmen dann die Stellung hier auf dieser Insel an, fühlen sich ja sicher, ihnen droht ja auch keine Gefahr. Aber da plötzlich die Stimme dieses Wahnsinnigen wie ein Blitz aus heiterem Himmel und legt alles an den Tag. Die Frau, sie bricht zusammen und Rogers realisiert, dass sie ein Sicherheitsrisiko für ihn ist. Ihre Nerven sind kaputt und wenn dieser Fall wieder aufgerollt wird, dann, ja, dann fängt sie an zu singen. Und dann hängen beide. Ja, was also? Bitte schön, was tut der Mann? Eine Pille, ein Pülverchen, ein paar Tröpfchen in eine Tasse? Dann wäscht er die Tasse aus und er lügt den Doktor an. Das ist doch nicht möglich. Das tut dein Mann nicht. Das tut dein Mann doch so herrlich die Frau nicht an. Sie würden sich wundern, Miss Gleason, wozu Ehemänner alles fähig sind. Unsinn! Sie hat sich selbst gerichtet. Entschuldigen Sie, Miss Gleason. Mit dem Frühstück werde ich schon alleine fertig. Aber das Mittagessen bereitet mir Sorgen. Unglücklicherweise bin ich kein besonders guter Koch. Wurst und Rostbeef, würde das genügen? Ich könnte auch Bratkartoffeln dazu machen und als Nachtisch eingemachtes Obst und etwas Käse. Das ist doch sehr gut, Rogers. Ich helfe gerne. Danke. Bitte bemühen Sie sich nicht, Miss Gleason. Rogers. Tut mir so leid wegen Ihrer Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen... Danke, Miss Gleason. Ich mache jetzt das Frühstück. Was sage ich? Das ist doch ein ganz hartgesottener. Seine tote Frau liegt da drin und er unterhält sich in aller Seelenruhe über Rostbeef und Bratkartoffeln. Mein Gott, Mr. Blore! Miss Gleason! Wenn ich bitten darf, führen Sie Gottes Namen nicht eitel in Ihrem Munde, nicht in meiner Gegenwart. Ja, merken Sie denn gar nichts? Rogers ist auch schon tot. Er hält sich nur noch aus Gewohnheit aufrecht, wie ein Automat. Er will immer noch der perfekte Butler sein. Ach was, der spielt uns doch was vor. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Ach, schon seit gestern Abend spielt er uns was vor, die ganze Zeit. Nein, 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 keine Zeit. Nur noch wenig Zeit. Nur noch sehr wenig Zeit. Ja, wissen Sie das, General? Sehr wenig Zeit. Keine Zeit mehr für unwesentliche Dinge. Wir müssen doch unternehmen. Irgendetwas müssen wir doch unternehmen. Können wir nicht ein Feuer abbrennen? Auf dem höchsten Punkt der Insel, als Signal. Ja, beim helllichen Tag? Wahrscheinlich würde es doch nichts helfen. Denn vermutlich ist auch das vorausgesehen und alle Signale von dieser Insel hier werden unterdrückt. Dieser Überlegung würde ich auch zustimmen.
Das muss doch etwas geschehen, um Himmels Willen! Was? Wir haben aber eine einzige Chance. Welche? Ja, wir könnten doch versuchen, diesen merkwürdigen Herrn Unbekannt aufzustöbern, der dieses ganze Theater hier inszeniert hat. Ich wette meinen Kopf gegen einen Apfel und ein Ei, dass er sich hier irgendwo versteckt hält. Also ich würde hier nicht um Köpfe wetten. Naja, aber jedenfalls bin ich schon sicher, dass er sich hier irgendwo versteckt hält. Je eher wir ihn erwischen, desto gesünder für uns. Denn dieser Wahnsinnige ist doch gefährlich, wie eine Klapperschlange. Schlechter Vergleich, Captain. Klapperschlangen warnen, bevor sie zubeißen. Ja, und sind wir denn vielleicht nicht gewarnt worden? Hier, deutlicher geht's ja wohl nicht, als wie wir gewarnt worden sind. 10 kleine Negerlein, die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich. Was war denn mit Marston? Hat er sich verschluckt oder nicht? Und hier weiter. 9 kleine Negerlein, die schliefen in der Nacht. Das passt ja wohl ziemlich genau auf Mrs. Rogers. Und jetzt rechnen Sie doch mal rasch aus, wie viele wir hier auf dieser Insel sind. Ja, oder vielmehr waren. 10. Minus Mrs. Rogers oben im Zimmer und Marston auf dem Billardtisch. Wollen Sie jetzt den nächsten Vers hören? Wollen Sie raten, wen es als nächsten trifft? Sie glauben doch nicht, dass er uns alle umbringen will. Doch, genau das glaube ich. Das soll auch noch alles ganz wunderbar auf die Verse eines Kinderliedes. Ja, was weiß man schon bei einem Wahnsinnigen? Unsinn. Das mit den Fersen, das ist doch reiner Zufall. Keiner wird entrinnen. Niemand von uns wird diese Insel jemals lebend verlassen. Niemand wird diese Insel verlassen. Kann man diesen Opa nicht abstellen? Niemand. Er hat niemand. Aber recht. Nein, niemand. Wenn wir diesen Verrückten nicht finden, dann stirbt diese Insel hier langsam aber sicher aus. Nein. Auf jetzt, Doktor. Kommen Sie und Blossi auch. Wir ziehen jetzt los und schlagen zu. Ja, und womit? Ja, was machen wir, wenn wir ihn finden? Wenn der so verrückt ist, wie Sie meinen, dann hat er ein ganzes Waffenarsenal bei sich. Das kann man so nicht sagen, Flor. Es gibt Irre, die sind zu allem fähig, wenn sie alleine sind. Aber sonst benehmen sie sich ganz ruhig und bescheiden. Ach ja, ganz reizende Menschen. Wenn ich ja wenigstens meinen Revolver bei mir hätte. Naja. Also, ich habe einen. Ja, tragen Sie diese Kanone immer mit sich herum? Meistens. Ich bin eben der Typ, der immer mal wieder in die Klemme kommt. Auf jetzt, lassen Sie uns gehen. Ohne Frühstück. Naja. Also, Captain, ich schlage vor, der Doktor und ich, wir übernehmen die Insel. Wir kennen uns schon ein wenig aus. Sie durchsuchen das Haus. In Ordnung. Captain? Ja? Soll ich Sie begleiten? Ich glaube schon, dass ich das alleine vielleicht schneller schaffe. Ich dachte nur wegen des nächsten Verses. Wie ging er doch gleich? Acht kleine Negerlein, die suchten rote Rüben. Eines blieb allein zurück, da waren es nur noch 7. Ein unterlustiger Mensch, dieser Captain Lombard. Er hat recht. Wenn noch jemand auf der Insel ist, müssen Sie ihn doch finden. Wenn. Ich glaube, ich gehe noch etwas spazieren. Das heißt, dass Sauerstoff die Gehirntätigkeit anregt. Und ich glaube, dass wir unser Gehirn noch sehr gut gebrauchen können. Miss Clayson, wenn Rogers zum Frühstück bitten sollte, sagen Sie ihm bitte, ich bin gleich wieder zurück. Ich hole nur meine Bibel. Ja, gern. Leslie, wenn ich doch noch wüsste, wo Leslie steckt. Suchen Sie Ihre Frau? Ja, natürlich. Habe sie sehr geliebt. War natürlich viel, viel jünger als ich.
sie war 27 und Richmond war 26. Ja, Richmond war mein Adjutant. War ein verdammter Narr. Sind doch die schlimmsten Narren, die es gibt, diese alten Narren. War wie in einem schlechten Roman. Waren damals in Frankreich stationiert, Richmond und ich. Sie schickt gleichzeitig an uns beide. Dachte mir doch überhaupt nicht dabei. Auf einmal schickten sie den Brief in die falschen Umschläge. So bekam ich seinen und ich mache seinen. Tja, und so erfuhr ich es. Wenn nur die anderen so lange bleiben mögen. Schickte ihn in den Tod. Schickte den jungen Richmond in den sicheren Tod. War doch ganz klein. Blieb ihm doch auch gar nichts anderes übrig, als sich freiwillig zu melden. War ja so ausgedacht, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb. Und hören Sie auf! Ich habe erst niemals erzählt, dass ich alles wusste. Wir lebten weiter wie früher glücklich zusammen. Und sie starb dann an einer Lungenentzündung. Bitte! War natürlich Mord! Wenn ich ehrlich zu mir bin, war es Mord! Merkwürdig, merkwürdig. Ich und ein Mörder hatte doch stets Ehrfurcht vor dem Gesetz. War so erzogen, Soldat! Fiel mir doch damals gar nicht ein, dass das Mord war. Ich dachte noch, das geschieht immerhin. Nun ja, Sie kennen das ja auch. Ich? Wieso ich? Was soll ich kennen? Dachte, Sie kennen das. Ich dachte, Sie wären auch froh. Worüber? Dass das Ende kommt. Welches Ende? Das kommt für uns alle. Wir sterben alle auf dieser Insel. Ich dachte, Sie wären auch froh damit. Hören Sie auf! Ich will davon nichts hören! Hören Sie auf! Sie sind noch sehr jung. Sie können das noch nicht mehr wissen. Erlösen. Gnade der Erlösung. Dass man endlich alles hinter sich hat. Leicht sein ohne Last. General! Leicht sein ohne Last. Wenn meine Frau kommt, sagen Sie ihr bitte, ich warte im Arbeitszimmer auf Sie. Leslie! Leslie! Bis jetzt alles in bester Ordnung. Keine geheime Gänge, keine Doppelwände, keine neuen Leichen und auch keine neuen Morde. Bitte. Was ist denn mit Ihnen los? Wie sehen Sie denn aus? Bitte lassen Sie mich in Frieden. Wie Sie wünschen, Darling. Ich bin nicht Ihr Darling. Tut mir leid, aber da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Sie machen mir Mühe, Captain Lombard. Ach, Darling, nun, es doch auch nicht dramatisieren. Wir haben doch beide den Kopf in der gleichen Schlinge. Und Schurken und Mörder werden doch untereinander nicht gram sein. Okay, okay. Sie wollen also nichts mit Schurken und Mördern zu tun haben? Nicht trinken? Wollen Sie auch nichts mit mir? Naja, setze ich wieder meine Hausdurchsuchung vor. Lady Emily? Ja? Ich mache mir Sorgen um den General. Ja, warum? Der ist ernsthaft krank. Ja? Spricht wirr und scheint ganz verstört. Ach, General! General! Ja, was ist mit ihm? General! Was hat er? Nichts.
Seine Sünden sind über ihn gekommen. Stehen Sie doch nicht so daher. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Er spricht aber auch. Wer unter uns ohne Schuld ist, der wird erst schlagen. Auch wenn ihn seine Frau betrogen hat, hatte er noch lange nicht das Recht, selber den Richter zu spielen. Und wie war das mit Ihrem Neffen? Mit wem? James Jonathan Brent, so war doch der Name, nicht wahr? Ach, Sie spielen damit auf die niederträchtigen Verdächtigungen gegen meine Person an. Ja. Nun, wenn es Ihnen Spaß macht, kann ich Ihnen die Geschichte ja erzählen. Obwohl es dabei gar nicht viel zu erzählen gibt. James Jonathan war ein Tunichtgut. Als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen, habe ich die Vormundschaft für ihn übernommen. Es war noch ein bisschen Geld da und so habe ich ihn auf ein Internat gegeben. Er war ein lausiger Schüler. Er führte sich auf wie ein Verrückter. Er sagte, wenn er noch einmal ins Internat zurück müsste, würde er sich aufhängen. Da sagte ich ihm, dann häng dich eben auf. Und? Er ging in die Schule zurück und hängte sich auf. Wie alt war er? 17. Sie haben einem 17-jährigen Jungen gesagt, er soll sich aufhängen? Ja, wie man eben so etwas daher sagt. Es ist zwar vielleicht ein bisschen Gedankenlosigkeit von mir, aber was er getan hat, ist Sünde. Und Sie? Sie haben sich nicht versündigt, nein? Nicht, dass ich wüsste. Darf ich bitte jetzt meine Bibel lesen? Sie verstehen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Nichts. Ich glaube sogar, Sie sind davon überzeugt. Außerdem war er ein Schwächling. Die ganze Generation taugt nichts. Nichts. Heiden nicht. Heiden sind in ihre eigenen Gruben gefallen. In dem Netz, das sie auslegten, haben sie sich selbst verfangen. Man erkennt den Herrn an dem Urteil, das er schenkt. Der Böse verstrickt sich in seine eigenen Schlinge. Wissen Sie, wo die Herren sind? Der Böse wird zur Hölle fahren. Und Lord, die Insel wird zittern bei der Posaune des Gerichts. Mr. Wargrave, wenn die Wargrave sind schon wieder draußen. Wenn die letzte Schlacht ausgetragen ist, dann werden die Könige der Meere herniedersteigen von ihren Thronen und ihren Purpur ablegen. Sie werden abtun, ihre Geschichte. Reden Sie immer so laut, Lady Emily? Ich pflege mir täglich ein Kapitel aus der Bibel vorzulesen. Fein. Sie werden auf dieser Insel kann sich noch nicht mal ein Maulwurf verstecken. Alles fällt sich. Aber weder Höhlen noch Löcher. Das steht fest. Wie sieht's im Haus aus, Captain? Fein. Es gibt endlich. Ja, haben Sie nichts gefunden? Nein, da ist kein Mensch da. Im Haus ist niemand außer uns und ich habe alles vom Keller bis zum Boden durchsucht. Hier ist niemand anderes. Darf ich die Herrschaften an das Frühstück erinnern? Und wie Sie dürfen, Rogers. Auch jetzt kommen Sie, lassen Sie uns essen, trinken und fröhlich sein. Solange es uns noch gibt und so lange wird es ja vielleicht nicht mehr sein. Lästern Sie nicht, Captain Lombard! Frühstück, General! So kann er Sie nicht hören. Ja. Es gibt Frühstück, General! General Mackenzie hat ein Messer in der Brust. Was? Nicht nötig, Doktor. Der General ist tot. Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Wer soll denn das getan haben? Diese Insel jemals lebend verlassen. Niemand wird diese Insel verlassen. Kann man diesen Opa nicht abstellen? Niemand! Niemand! Er hat aber recht. Nein, niemand! Wenn wir diesen Verrückten nicht finden, dann stirbt diese Insel hier langsam aber sicher aus. Nein. Auf jetzt, Doktor. Kommen Sie und Blossi auch. Wir ziehen jetzt los und schlagen zu. Ja, und womit? Ja, was machen wir, wenn wir ihn finden? Wenn der so verrückt ist, wie Sie meinen, dann hat er ein ganzes Waffenarsenal bei sich. Das kann man so nicht sagen, Blor. Es gibt Irre, die sind zu allem fähig, wenn sie alleine sind. Aber sonst benehmen sie sich ganz ruhig und bescheiden.
Ach ja, ganz reizende Menschen. Wenn ich ja wenigstens meinen Revolver bei mir hätte. Naja, also ich habe einen. Ja, tragen Sie diese Kanone immer mit sich herum? Meistens. Ich bin eben der Typ, der immer mal wieder in die Klemme kommt. Auf jetzt, lassen Sie uns gehen. Ohne Frühstück. Naja. Also, Captain, ich schlage vor, der Doktor und ich, wir übernehmen die Insel. Wir kennen uns schon ein wenig aus. Sie durchsuchen das Haus. In Ordnung. Captain? Ja? Soll ich Sie begleiten? Ich glaube schon, dass ich das alleine vielleicht schneller schaffe. Ich dachte nur wegen des nächsten Verses. Wie ging er doch gleich? Acht kleine Negerlein, die suchten rote Rüben. Eines blieb allein zurück, da waren es nur noch sieben. Ein unternehmungslustiger Mensch, dieser Captain Lombard. Er hat recht. Wenn noch jemand auf der Insel ist, müssen Sie ihn doch finden. Amen. Ich glaube, ich gehe noch etwas spazieren. Das heißt, dass Sauerstoff die Gehirntätigkeit anregt. Und ich glaube, dass wir unser Gehirn noch sehr gut gebrauchen können. Miss Clayson, wenn Rogers zum Frühstück bitten sollte, sagen Sie ihm bitte, ich bin gleich wieder zurück. Ich hole nur meine Bibel. Ja, gern. Leslie! Leslie! Wenn ich doch noch wüsste, wo Leslie steckt. Suchen Sie Ihre Frau? Ja, natürlich. Habe sie sehr geliebt. War natürlich viel, viel jünger als ich. Sie war 27 und Richmond war 26. Ja, Richmond war mein Adjutant. War ein verdammter Narr. Sind doch die schlimmsten Narren, die es gibt, diese alten Narren. War wie in einem schlechten Roman. Waren damals in Frankreich stationiert, Richmond und ich. Sie schrieb gleichzeitig an uns beide. Dachte mir doch überhaupt nichts dabei. Auf einmal steckte sie die Briefe in die falschen Umschläge. So bekam ich seinen und ich machte seinen. Ja, und so erfuhr ich. Wo denn nur die anderen so lange bleiben mögen. Schickte ihn in den Tod. Schickte den jungen Richmond in den sicheren Tod. War doch ganz leicht. Blieb ihm doch auch gar nichts anderes übrig, als sich freiwillig zu melden. War ja so ausgedacht, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb. Bitte hören Sie auf! Ich habe Leslie niemals erzählt, dass ich alles wusste. Wir lebten weiter wie früher glücklich zusammen. Und sie starb dann an einer Lungenentzündung. Bitte! War natürlich Mord! Wenn ich ehrlich zu mir bin, war es Mord. Merkwürdig, merkwürdig. Ich und ein Mörder hatte doch stets Ehrfurcht vor dem Gesetz. War so erzogen, Soldat. Fiel mir doch damals gar nicht ein, dass das Mord war. Dachte noch, das geschieht im Recht. Nun ja, Sie kennen das ja auch. Ich? Wieso ich? Was soll ich kennen? Dachte, Sie kennen das. Ich dachte, Sie wären auch froh. Worüber? Dass das Ende kommt. Welches Ende? Das kommt für uns alle. Wir sterben alle auf dieser Insel. Ich dachte, Sie wären auch froh darüber. Hören Sie auf! Ich will davon nichts hören! Hören Sie auf! Sie sind noch sehr jung. Sie können das noch nicht nachempfinden. Er
Erlösung. Gnade der Erlösung, dass man endlich alles hinter sich hat. Leicht sein ohne Last. General! Leicht sein ohne Last. Wenn meine Frau kommt, sagen Sie ihr bitte, ich warte im Arbeitszimmer auf Sie. Leslie! Leslie! Bis jetzt alles in bester Ordnung. Keine geheimen Gänge, keine doppelten Wände, keine neuen Leichen und auch keine neuen Morde. Bitte! Was ist denn? Was ist denn mit Ihnen los? Wie sehen Sie denn aus? Bitte lassen Sie mich in Frieden. Wie Sie wünschen, Darling. Ich bin nicht Ihr Darling. Ach, tut mir leid, aber da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Sie machen mir Mühe, Captain Lombard. Ach, Darling, nun wollen wir es doch auch nicht dramatisieren. Wir haben doch beide den Kopf in der gleichen Schlinge. Und Schurken und Mörder werden doch untereinander nicht Gram sein, hm? Okay, okay. Sie wollen also nichts mit Schurken und Mördern zu tun haben? Und trinken wollen Sie auch nichts mit mir? Naja, setze ich eben meine Hausdurchsuchung fort. Hm. Lady Emily? Ja? Ich mache mir Sorgen um den General. Ja, warum? Vielleicht er ist ernsthaft krank. Ja? Er spricht wirr und scheint ganz verstört. Ach, General! General! Ja, was ist mit ihm? General! Was hat er? Nichts. Seine Sünden sind über ihn gekommen. Ach, reden Sie doch nicht so daher. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Er spricht aber auch. Wer unter uns ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Auch wenn ihn seine Frau betrogen hat, hatte er noch lange nicht das Recht, selber den Richter zu spielen. Und wie war das mit Ihrem Neffen? Mit wem? James Jonathan Brent, so war doch der Name, nicht wahr? Ach, Sie spielen damit auf die niederträchtigen Verdächtigungen gegen meine Person an. Ja. Nun, wenn es Ihnen Spaß macht, kann ich Ihnen die Geschichte ja erzählen. Bitte. Obwohl es dabei gar nicht viel zu erzählen gibt. James Jonathan war ein Tunichtgut. Als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen, habe ich die Vormundschaft für ihn übernommen. Es war noch ein bisschen Geld da und so habe ich ihn auf ein Internat gegeben. Er war ein lausiger Schüler. Er führte sich auf wie ein Verrückter. Er sagte, wenn er noch einmal ins Internat zurück müsste, würde er sich aufhängen. Da sagte ich ihm, dann häng dich eben auf. Und? Er ging in die Schule zurück und hängte sich auf. Wie alt war er? 17. Sie haben einem 17-jährigen Jungen gesagt, er soll sich aufhängen? Ja, wie man eben so etwas daher sagt. Es ist zwar vielleicht ein bisschen Gedankenlosigkeit von mir, aber was er getan hat, ist Sünde. Und Sie? Sie haben sich nicht versündigt, nein? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, nichts. Ich glaube sogar, Sie sind davon überzeugt. Außerdem war er ein Schwächling. Die ganze Generation taugt nichts. Nichts. Recht. Die Heiden. Recht. Die Heiden sind in ihre eigenen Gruben gefallen. In dem Netz, das sie auslegten, haben sie sich selbst verfangen. Man erkennt den Herrn an Darf dem Urteil, das Frühstück er fällt. Frühstück bitten? Der Böse verstrickt sich in seine eigene Dinge. Wissen Sie, wo die Herren sind? Der Böse wird zur Hölle fahren. Armstrong und Lohr, die durchsuchen Inseln die Insel. Lombard durchsucht das Haus und Mr. Wargrave. Wenn die Mr. Wargrave sitzt irgendwo da draußen. Wenn die letzte Schlacht ausgetragen ist, dann werden die Könige der Meere herniedersteigen von ihren Thronen, ihren Purpur ablegen. Sie werden abtun, ihre Lesen Sie immer so laut, Lady Emily? Ich pflege mir täglich ein Kapitel aus der Bibel vorzulesen. Fein, fein. Sie werden auf der auf Erde dieser sitzen. Insel kann sich noch nicht mal ein Maulwurf verstecken. Alles fällt sich. Aber weder Höhlen noch Löcher. Das steht fest. Ja, wie sieht's im Haus aus, Captain? Fein. Es gibt endlich Frühstück.
geprüft. Ja, haben Sie nichts gefunden? Nein, da ist kein Mensch da. Im Haus ist niemand außer uns und ich habe alles vom Keller bis zum Boden durchsucht. Hier ist niemand anderes. Darf ich die Herrschaften an das Frühstück erinnern? Und wie Sie dürfen, Rogers. Auf jetzt, kommen Sie, lassen Sie uns essen, trinken und fröhlich sein. Solange es uns noch gibt und so lange wird das ja vielleicht nicht mehr sein. Lästern Sie nicht, Captain Lombard! Frühstück, General. Ja, so kann er Sie nicht hören. Ja. Es gibt Frühstück, General. Bratkartoffeln. Eines blieb allein zurück. General Mackenzie hat ein Messer in der Brust. Nötig, Doktor. Der General ist tot. Das ist doch nicht nötig. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das getan haben? Außer uns ist doch niemand auf der Insel. Sehr richtig, Doktor. Niemand. Außer uns niemand. Was würden Sie daraus schließen? Was? Ich würde daraus schließen. Der Mörder ist einer von uns. Zucker, bitte.
Danke. Auch ohne alles. Armstrong und Lombard werden einen heißen Kaffee gut brauchen, wenn sie am Strand zurückkommen. Vor allem Lombard. Mir kommt das alles wie ein Spuk vor. Es ist ein Spuk. Ja, ja, wenn doch nur Lombard endlich zurückkäme. Ja. Das heißt also, dass Sie Lombard trauen? Ich? Lombard? Ja. Ah, und Armstrong also nicht? Das habe ich nicht gesagt, aber wenn Sie mich schon so fragen, nein, ich traue Armstrong nicht. Warum? Ja, er hatte doch die beste Gelegenheit, Mrs. Rogers umzubringen. Es war doch furchtbar einfach, mir eine Überdosis Schlafmittel zu geben, nicht wahr? Ja, wenn nicht schon etwas in dem Cognac war. Und den Cognac, den hat ihr aber jemand anderes gereicht. Rogers hatte noch bessere Gelegenheit und er war mit ihr allein. Nein, Rogers war es nicht. Er hat nicht die Intelligenz, um das alles hier zu arrangieren. Vielleicht stellt er sich dümmer, als er ist. Ach, haben Sie mich erschreckt? Tut mir leid, Milady. Nun? Kein Gedanke, dass wir hier fortkommen, bevor der Sturm sich legt. Und auch dann muss ich das Meer erst noch beruhigen. Für die nächsten 24 Stunden sitzen wir hier fest. Ah, riecht da etwa Kaffee? Miss Claver denkt einfach an alles. Sie auch, Doktor? Ja, bitte. Und dann Brandy. Sie könnte übrigens auch einen vertragen, Doktor. Das ist gut gegen Erkältung. Ich sagte doch, dass ich nicht trinke. Da entgeht Ihnen allerdings eines. Ich weiß, was mir entgeht. Geh bitte mit Milch und Zucker. Entschuldigen Sie, aber ich dachte, es sei etwas düster. Halt! Wie wär's mit einem Brandy, Rogers? Oh, da sage ich natürlich nicht nein. Nun, da wir schon alle so traurig beisammen sind, hätte ich einen Vorschlag gemacht. Ich denke, dass eine Untersuchung fällig wäre. Unsinn! Ich denke nicht daran, an einer Untersuchung teilzunehmen. Lady Emily, in diesem Haus liegen drei tote Menschen. Keiner davon ist auf natürliche Weise ums Leben gekommen. Zudem besteht begründeter Verdacht, dass es nicht bei diesen drei Toten bleiben wird. Wir alle dürfen die Stimme noch im Ohr haben. Und wir wissen, dass es kein Scherz war. Seit heute früh ist klar. Unter uns ist ein Mörder. Oder eine Mörderin. Oder eine Mörderin. Das ist doch alles schwachsinnig. Natürlich verdächtigt hier jeder jeden, aber was soll denn da bitte schon eine Untersuchung bringen? Da könnten wir doch genauso gut eine Abstimmung veranstalten. Jeder von uns schreibt den Namen eines Verdächtigen auf einen Zettel und ich denke, das wäre dann vielleicht weniger peinlich. Bisher auf eine Abstimmung sehr hilfreich sein. Das ist doch alles absurd. Die ganze Situation ist absurd, Herr Dr. Haben Sie Ihr Rezept noch dabei? Ja. Warum? Stimmen wir ab? Ach so. Dürfte ich Sie bitten, jedem von uns eine Zettel davon zu geben? Wer hat was zu schreiben? Ich. Gut, ich auch. Wenn Sie mich bitte von der Teilnahme an Ihrer Umfrage dispensieren möchten, ich würde eine solche Beteiligung im gewissen Sinne als Anmaßung betrachten. Bitte sehr, bitte. Ach, was, Rogers. Sie sind doch jetzt einer von uns. Wir sitzen alle im selben Boot. Ach, wenn es doch nur ein Boot wäre, Entschuldigung, Captain Lombard. Wünscht sonst noch jemand was? Darf ich, Mr. Block? Darf ich bitten um den Stift?
machen Sie es bitte nicht zu spannend, Mr. Wayne. Einen Moment. Eine Stimme für Miss Craig. Eine für Rogers. Danke. Dr. Armstrong. Captain Norman. Für Sie, Lady Emily. Rogers. Und eine Stimme für mich. Nur, Sie gehen leer aus. Rogers, Sie gewinnen. Der Butler ist immer der Mörder. Und jetzt gehe ich kurz wohl mal ein hübsches Feuer hin. Hier ist ja scheißkalt. Entschuldigung, Lady. Den Zustand kann man ihn doch nicht allein lassen. Ja, ich komme mit. Nein, bleiben Sie, sonst geniert er sich. Tja. Setzen wir die Untersuchung halt so lange aus. Dann gehe ich mich mal eben umziehen. Gute Idee, Doktor, da komme ich mit. Captain? Ja? Dr. Armstrong wird es vielleicht vorziehen, wenn ich ihn begleite. Könnte sein, dass er sich vor Ihrem Revolver fürchtet. Am Strand hat er sich doch davor auch nicht gefürchtet. Doch. Was sage ich? Mr. Rocket, ich würde gerne mit Ihnen kommen. Ich möchte mir einen Schal holen. Jetzt weiß ich ja wenigstens, wer für mich gestimmt hat. Täuschen Sie sich, junger Mann. Ich habe meinen Namen auf den Zettel geschrieben. Ich lege nicht falsches Zeugnis wieder meinem Nächsten ab. Nicht einmal gegen Sie. Was diesen Revolver da betrifft, Captain, da möchte ich gerne noch ein Wort mit Ihnen sprechen. Gerne, aber bitte beeilen Sie sich, bevor ich mir noch eine Lungenentzündung hole. Es würde mich nämlich interessieren, weshalb Sie als einziger von uns bewaffnet auf diese Insel gekommen sind. Wer sagt Ihnen denn, dass ich der Einzige bin? Ich bin nur der Einzige, der es auch zugegeben hat. Es ist ein recht angenehmes Gefühl, notfalls auch einmal eine Waffe zur Hand zu haben. Finden Sie nicht auch? Was macht denn unser Gelegenheitstrinker? Es scheint ihm gut zu gehen. Jedenfalls bedingt das sich erstaunlich normal. Sie schulden mir noch eine Auskunft, Captain. Oh Gott, was sind Sie misstrauisch? Ich hätte eben gerne gewusst, wie man dazu kommt, zu so einer harmlosen Wochenendausflug einen Revolver mitzunehmen. Na stimmt. Ich bekam eine Einladung, als Gast von Mr. und Mrs. Bonham hier an dieser Party teilzunehmen. Es hieß in dem Schreiben, es würde sich eventuell für mich lohnen. Und außerdem sei ich der richtige Mann, weil die Sache möglicherweise ein wenig gefährlich werden würde. Aber wenn ich die Augen offen hielte, dann würde mir schon nichts passieren. Und darauf sind Sie hereingefallen? Wie Sie sehen. Ich bin nun mal ein neugieriger Mensch und mir war es hart. Ich langweilte mich zu Tode in diesem gemütlichen Land. Und jetzt ziehe ich mich um, bevor ich noch zu Tode erkälte. Den traue ich nicht über den Weg. Wieso? Seine Erklärung ist doch plausibel. Ach, der lügt doch wie der Wetterbericht. Und Sie? Lügen Sie nie? Ja, wenn es wahr wäre, warum hat er es da nicht gestern Abend schon zugegeben? Herr Doktor, ich denke, Sie trinken nie? Nein, ich trinke nie. Ja, sagen Sie, wo ist denn Wargrave? Hier. Entschuldigung. Ich bin völlig herunter mit den Nerven. Entschuldigung. Nervenarzt mit kaputten Nerven. Bearbeitung. Ein Schlaf, nichts. Wenn ich mal endlich mal einschlafe, dann träume ich von Operationen. Ach ja, und wer wird operiert? Ich. Schön. Ja, aber mein Gott,
Jeder träumt doch mal von seinem Beruf. Dann geht alles durcheinander und die Rollen sind vertauscht. Ja, haben Sie denn noch nie davon geträumt, in Ihrem Gerichtssaal zu stehen und von einem Angeklagten zum Tode verurteilt zu werden? Denken Sie jetzt etwa an einen gewissen Edward Seaton? Da kann ich Sie beruhigen. Edward Seaton verursacht mir keine schlaflose Nacht. Er war ein ungewöhnlich brutaler und kaltblütiger Mörder. Die Geschworenen wären beinahe auf ihn hereingefallen, weil er sich so naiv und hilflos gab. Aber ich nicht. Mich hat er nicht erwischt. Ich ließ mich nicht täuschen. Ich habe nicht nachgegeben, bis er baumelte. Wie lange dieser Rogers nur mit seinem Holz braucht? Ja, in seinem Zustand hat man mitunter etwas Mühe. Vielleicht muss er es zuerst spalten. Wie bitte? Ja, es soll vorkommen, dass man Kaminholz zuerst spalten muss. Ja, und womit? Womit schon? Mit einem Beil oder einer Axt? Ja. Sieben kleine Nägelein. Die trafen eine Hex. Sie winkte eine mit der Axt. Da waren es nur noch... Mein Gott, das ist doch... Wie viele? Fünf. Es müssten doch alle sechs sein. Es müssten sieben sein, Blond. Es sind fünf. Rogers, Lady Emily, Fälle. Tun Sie doch was. Rogers! Oh, Rogers! Mein Gott! Was ist denn mit Flor los? Gott sei Dank! Haben Sie Rogers gesehen? Nein! Warum? Es fehlen schon wieder zwei Nägelchen! Zwei? Lady Emily, haben Sie auch nicht gesehen? Nein, nicht mehr seit wir nach oben gingen. Sie wollte sich noch etwas hinlegen. Ich dachte, sie wollte sich nur einen Schal holen. Das auch. Und woher wissen Sie, dass sie sich nur etwas hinlegen wollte? Sie hat es mir gesagt, bevor sie in ihr Zimmer ging. Was gibt's, Flor? Rogers, dort in der Küche. Ist der Schlagwort mit einer Axt. Das kann doch nicht sein. Er muss sich über diese Holzkiste gebeugt haben. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel Blut gesehen. Und ich habe es auch nicht verhindert, obwohl ich's gewusst habe. Ich habe es doch von Anfang an gewusst, Mr. Orgel. Habe ich es nicht gewusst? Ich wüsste nicht, was da so komisch wäre. Mir ist da gerade nur etwas eingefallen. Eine Zusatzstrophe zu unserem kleinen Schicksalslied dort. Fünf kleine Negerlein, die saßen starr und stumm und sahen sich an und fragten sich, wer fällt als nächster um? Du! Ja, bitte, ich hätte auch noch eine intelligentere Version verraten. Wie fängt der Nächste? Weißt du wirklich nicht, was daran jetzt intelligenter wäre? Dann passen Sie mal auf. Bis jetzt hat sich doch der Mörder keinig genau an die Reihenfolge aus diesem Kinderlied dort gehalten, stimmt's? Gewiss. Neben Lady Emilys Bett, da haben wir ihre Schuhe und eine Injektionsspritze gefunden, richtig? Haben wir. Na, also. Sechs kleine Negerlein. Die gingen ohne Strumpf. Das eine auf die Schlange trat. Da waren es nur noch fünf. Ja, und wo bleibt die Schlange? Mein Gott, Lor, die Schlange ist im übertragenen Sinne gemeint. Gift ist Gift. Egal, ob es von einer Schlange oder von einer Spritze kommt.
so sieht? Man muss es so sehen. Er sieht es so an. Warum sehen Sie mich dabei so an? So. Naja. Aber aus dem nächsten Vers hier. Da werde ich noch nicht so richtig schlau. Fünf kleine Nägelein, die irrten an der Tür. Dass einer in die Falle fiel. Falle fiel. Ich habe doch das ganze Haus abgesucht. Hier gibt es keine Falle. Und vielleicht ist es eine übertragene Tür. Oder eine übertragene Falle. Na, Sie müssen es ja wissen. Das ist direkt, aber ehrlich. Sie haben also mich im Verdacht? Wenn Sie mich schon so fragen, ja. Nun ja, ich kann es Ihnen in der Tat nicht verargen. Ich habe schließlich auch so meine Vermutungen. Jeder von uns hier hat ja wohl so seine Vermutungen, nicht wahr? Aber Sie sind doch am verdächtigsten von uns allen. Sie haben doch von Anfang an die widersprüchlichsten Geschichten erzählt. Und Sie, Mr. Davis? Und Sie sind der Einzige, der einen Revolver hat. Ich hatte einen Revolver. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Sondern? Er ist weg. Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Und wo? Wenn ich das wüsste, dann würde ich ihn mir schon wiederholen. Bitte sehr, bitte. Wer bitte nimmt dem Käpt'n das Märchen von dem verlorenen Revolver ab? Ich. Danke, Herr. Lord, nun lass ich den! Müsste sich nicht verhindern! Sonst haben Sie vielleicht meinen Revolver gefunden? Niemand! Niemand hat einen Revolver gefunden, den niemand verloren hat! Lord, nun nehmen Sie doch bitte, bitte Ihr kleines bisschen Verstand zu sehen. Wenn ich den Revolver verloren hätte, dann könnte ich sie doch jetzt alle der Reihe nach niederknallen. So, peng, 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 peng! Aufhören! Aufhören! Diese Batterei macht einen ja irrsinnig! Das hält doch kein Mensch aus! Warum sitzen wir denn hier und warten, bis es für uns alle zu spät ist? Warum unternehmen wir denn nichts? Warum? Ich weiß, wie das ist, wenn man verreckt. Ich weiß es am besten. Ich weiß, wie das ist, wenn man verreckt. Ach ja. Louis Marie... Kensington! Ja. Ja. Kensington, so hieß sie wohl. Louis Mary Kensington. Sie war eine bäuerliche Frau mit groben Zügen. Noch in der Narkose waren ihre Züge hart. Das habe ich bemerkt. Ich mich auch war bei der Operation. Aber nachzuweisen war mir nichts. Die Operationsschwester, sie hielt den Mund. Aus Loyalität zu mir oder zum Spital, was weiß ich. Ich weiß nur, dass ich nie mehr operiert habe. Ich wurde Psychiater. Und ein guter dazu. Was heißt schon gut? Ein Psychiater. Ich hatte in ein paar Fällen Erfolg, ja. Plötzlich hat man ein Renommee und kann sich vor Klienten kaum noch retten. Patienten meinen Sie, Doktor? Das ist in unserer Sparte nicht so genau auseinanderzuhalten. Jedenfalls habe ich in den letzten 2 Jahren zu viele Fälle angenommen. Ich habe es kaum noch geschafft. Mir ging es lausiger als denen, die Hilfe bei mir suchten. Das würde ich nicht tun, Doktor. Jetzt kommt es doch auch nicht mehr drauf an. Der Käpt'n hat recht, Doktor. Und eigentlich haben wir gar nichts mehr zu befürchten, wenn wir uns jetzt nur richtig verhalten. Solange wir hier alle beisammen bleiben und einer den anderen im Auge behält, kann uns nichts passieren. Und wie stellen Sie sich das praktisch vor? Das kann nur Tage dauern, bis das Meer sich beruhigt hat. Dann dauert es eben Tage. Ja, aber bitte, und wann essen und dann schlafen wir? Lord, der Mensch kommt erstaunlich lange ohne Essen und Schlafen. Ja, aber nicht ohne Trinken. In der Bar gibt es genügend Soda. Und wie lange reichen die Kerzen? Das werden wir ja sehen. Außerdem ist in der Küche, glaube ich, noch ein ganzes Paket. Dann sollte man es auf alle Fälle holen. Warte, ich komme mit.
Nein, Captain, Sie bleiben hier. Nur wenn jemand sich alleine entfernt und alle anderen hier bleiben, dann kann keinem von uns etwas passieren. Außer, wenn es vier Mörder gibt. Ja, was höchst unwahrscheinlich. Zugegeben, ziemlich unwahrscheinlich. Gehen Sie nur, Vera, ich passe hier schon auf. Und wenn Sie dann gehen, dann können Sie auch gleich was zu essen mitbringen. Ich kann ja eine Dose öffnen und Kaffee kochen. Nein, das können Sie nicht. Aber nach allem, was hier vorgefallen ist, wäre es für uns wohl nicht ratsam, irgendetwas zu uns zu nehmen, was Sie ohne unsere Aufsicht zubereitet haben. Ich sagte doch bereits, ich möchte mitgehen. Wenn ich Miss Claiborne kontrolliere, dann wird schon nichts passieren. Außer wenn es zwei Mörder gibt. Zum Beispiel Sie und Miss Claiborne. Wer garantiert uns denn, dass Sie nicht unter einer Decke stecken? Setzen Sie sich, Vera. Ich denke, die Kerzen können ja. Aber damit zu Ihnen, Mr. Wargrave. Wissen Sie eigentlich, dass ich Sie bewundere? Tatsächlich? Ja. Und wissen Sie auch warum? Weil Sie so verteufelt scharfsinnig sind. Sie denken einfach an alles. Ihnen geht nichts. Kein Trick, keine Finte, nicht einmal die kleinste Mist. Danke. Aber ich denke, ich bin auch nicht so schlecht im Kombinieren, Mr. Wargrave. Und ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie die Bedenken, die ich mir so zusammen kombiniert habe, mit Ihrem untrüglichen Scharfsinn zerstreuen. Gut. Dazu müsste ich natürlich Ihre Kombination kennen. Sehr bitte. Ich kombiniere also das Lore. Nicht unser Leiter sein. Entschuldigen Sie, Flora, aber dazu fehlt Ihnen einfach die Fantasie, um nur das Mindeste zu sagen. Weil aber unser Mörder nicht nur eine besonders blühende Fantasie hat, sondern auch Nerven aus Gusseisen, scheidet auch unser Nervenarzt aus. Es sei denn, er spielt uns hier eine ganz große Kiste vor. Buch und Regie von Sigmund Freud persönlich. Aber er spielt nicht. Tut mir leid, Doktor, aber wie Sie da vorhin zur Flasche gegriffen haben, das war nicht gespielt. Das war echt. Nein, doch. Das klingt von. Und meine Wenigkeit. So ist es. Ich weiß nicht, über wie viel Fantasie Miss Claiborne verfügt. Und wenn Ihre Nerven noch nicht allzu gut sind, so sind Sie doch für eine Frau unter den vorherrschenden Bedingungen ziemlich gut. Aber sie hat kein echtes Motiv. Sie hat das, was man einen gesunden Menschenverstand nennen würde. Sie ist vernünftig, praktisch. Aber wenn sie einen Mord begehen würde, dann müsste sie einen triftigen Grund dafür haben. Aber für die Morde, die hier in diesem Haus begangen wurden, dann gibt es den nicht. Die hat einer auf dem Gewissen, der entweder keines hat oder ein verkorkstes und ein brillantes Gehirn. Aber leider ein krankes. Ich. Sie. Nicht übel kombiniert, aber sogar sehr gut kombiniert. Vielleicht sogar eine Spur zu brillant kombiniert. Wer so messerscharf kombiniert, wer so genau beobachtet, wer sich so gut in andere hineinversetzen kann, kommt seinerseits wohl auch als Täter in Frage. Aber keine Angst, ich verdächtige Sie trotzdem. Ja, sondern wen? Ich halte es nicht für angebracht, den Namen des Ewigen jetzt zu nennen, in unserem aller Interesse. Ist es Blor? Blor könnte es sein. Er lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Polizeioffizier war der jedenfalls nicht. Ich war Offizier! Polizist waren Sie. Ganz gewöhnlicher Polizist. Ich sehe es an Ihren Plattfüßen. Solche Füße hat nur derjenige, der Kaffee tat, auf Asphalt rumläuft. Wie habe ich
die haben von Geburt an. Und das sind keine Plattfüße, das sind Senkfüße! Wenn das nicht komisch ist, da kann jeder von uns jeden Moment tot sein und Sie streiten sich über Platt- oder Spreizfüße. Senkfüße, das ist etwas anderes! Meinetwegen auch Senkfüße! Mr. Morgan hat recht. Was hilft es, wenn wir uns gegenseitig verdächtigen? Das sollte uns schämen. Könnt ihr in die Küche gehen und ein paar Dosen holen? Ungeöffnet, selbstverständlich. Das ist die beste Idee, die Sie seit langem gehabt haben, Flor. Ehrlich. Sie tippen doch auch auf Flor, nicht wahr? Ich hab doch gesagt, dass ich nichts sage. Aber Sie haben einen ganz bestimmten Verdacht. Seid ihr heute beschwert, bin ich hier ganz klar. Alles, was geschehen ist, deutet unmissverständlich auf ein und dieselbe Person. Ja, aber auf wen, Wargrave? Auf wen? Suchen Sie etwas, Captain. Ach, nichts, nur meine Zigaretten. Ich kann Ihnen leider nicht aushelfen. Ich bin Pfeifenwart. Hoffentlich irrt sich Blor nicht in der Tür. Captain, ich halte das also wirklich für einen äußerst makabren Scherz. Tut mir leid, aber das ist halt meine Art der Nervosität. Seltsame Art von Nervosität. Entschuldigung, kann mir mal jemand helfen? Mir ist die Kerze ausgegangen und ja. Die Teller sind mir runtergefallen. Wir haben es gehört, Blor, wir kommen schon. Ja. So, Mr. Blor. Dabei habe ich nur Corned Beef und Kekse gefunden. Würden Sie sie bitte aufmachen? Ja. Hände hoch, Doktor! Doktor, untersuchen Sie ihn. Wer weiß, was er in der Küche so alles eingesteckt hat. Nichts. Gut. Miss Clayford. Ich lasse kein Wissen herunter. Vielleicht später. Später wird es garantiert nichts mehr geben, weil dann hat nämlich Blor alles aufgefressen. Wer ein gutes Gewissen hat, hat auch einen guten Appetit. Ja, Blubber. Danke, nein, aber wenn vielleicht jemand eine Zigarette für mich hätte? Im Augenblick. Ich habe leider auch keine mehr. Ich habe noch eine Schachtel im Koffer. Warten Sie, ich hole sie. Warten Sie. Nehmen Sie. Alle Fälle. Mein Feuer zu gut. Gar nicht so schlecht. Käsekekse. Die haben schon als Junge gern gegessen. Die gab es sonntags immer zum Tee. Also, was Miss Clayford anbetrifft, da täuschen Sie sich, Captain. Ich bin Arzt, ich stelle eine Diagnose. Nee, verzeihen Sie, Doktor. Natürlich auch eine Fehldiagnose sein könnte. Was meinen Sie damit? Nun, ich meine, dass ich ganz anderer Ansicht bin, was Miss Claythorns zarte Nerven anbelangt. Ich halte sie im Gegenteil für gar nicht so zart. Mir scheint Miss Clayford eine bemerkenswert kühle und gewandte Person zu sein. Bemerkenswert kühl und gewandt. Ich dachte, Sie wollten im Interesse aller endlich Ihren Mund halten. Also, doch eine Frau? Ja! Hilfe! Hilfe doch immer! Warum tut denn keiner was? Wer ist da? Warum hilft mir denn keiner? Was war denn los? Warum haben Sie denn so geschrien? Ich bin ohne erschrocken. Ich habe etwas um meine Kehle gelegt. Wo? Was? Das Fenster in meinem Zimmer stand sperrangelweit offen. Als ich die Tür öffnete, ließ mir der Zug mit die Kerze aus. Plötzlich war mir, wollte mich eine nasse Hand erwürgen. Da schrie ich. Und die Hand? Es war gar keine Hand. Es war der Tang. Jemand hat mir feuchten Seetang in den Türrahmen gehängt. Da! Wie ist das?
Clayton, alles in Ordnung. Wer hat denn hier geschossen? Ich habe keinen Schuss gehört. Ah, da hat doch jemand geschossen! Nein. Ja, wo ist denn Wargrave? Wargrave! Mr. Wargrave! Mach doch! Schnell! Sehen Sie nicht hin? Kopfschuss. Der war auf der Stelle tot. Lassen Sie mich! Ja. Lass mich! Ich weiß jetzt, was hier gespielt wird. Ihr habt mich weghaben wollen. Ihr wolltet allein sein. Darum sollte ich die Zigaretten holen gehen. Ihr habt das Fenster geöffnet. Ihr habt den Tang in meine Tür gehängt. Ihr habt das alles eingefädelt, damit ihr mich im Dunkeln umbringen könnt. Und ihr euch durchschaut hatte, weil ihr wusste, dass es drei Mörder sind, hat er keine einzelnen Namen genannt. Schlau habt ihr das eingefädelt, schlau. Ich bin darauf hereingefallen. Ein wenig die Falle fiel, die Falle, die ihr gestellt habt. Spielt immer noch verrückt. Da kommt heute kein Boot mehr durch. Immer, ein Bruchrede reichen aber noch für ein paar Tage. Nicht, wenn Sie so weiterfressen. Wie fühlt man sich denn heute? Bei Tag sieht alles besser aus. Naja. Wenigstens wissen wir jetzt, wer es ist, nicht wahr? Eben. Die Ungewissheit, die war fürchterlich. Jeder hatte jeden im Verdacht. Ich tippte von Anfang an auf Armstrong. Stimmt. Aber dann haben sie auch Blore und mich verdächtigt. Ihr wär zu. War dumm. Tja, und wie? Bleibt nur noch die Frage, was ist auf Armstrong geworden? Ich sagte ihm doch bereits, dass ich seinen Schuh gefunden habe. Ja, und was beweist das? Doktor, Lord. Ich finde Armstrongs Schuh an der Kante eines Felsens. Und Sie fragen mich, was das beweisen soll. Das beweist, dass er ins Wasser gegangen ist. Und selbst? Einfach so? Er hat eben die Nerven verloren. Sie haben doch selbst gesehen, wie es um ihn bestellt war. Ja. Immerhin hat er ja kaltblütig 6 Menschen umgebracht. Er war eben verrückt. Wahnsinnige mit kaputten Nerven, sowas soll es schon geben. Er ist zusammengebrochen, nachdem er Wargrave verschossen hatte. Mit Ihrem Revolver? Ja, mit meinem Revolver. Und bitte, wie kam er zu Ihrem Revolver? Fängt das denn schon wieder an? Ich sagte doch bereits, dass ich keine Ahnung habe. Aber Ihren Revolver, den haben Sie wieder. Ja, auch das wissen Sie. Auch das habe ich Ihnen schon 3-mal gesagt. Er lag dort hinten, auf der Türschwelle. Und wie kam er da hin? Weiß ich's. Vielleicht hat ihn Armstrong verloren. Vielleicht hat er ihn aber auch absichtlich dort hingelegt, in der Hoffnung, Sie würden ihn finden und Vera und mich erschießen. Ach, hör doch auf. Tut mir leid, aber er reizt mich. Mich tut's auch leid. Aber ich bin trotzdem noch nicht ganz fertig. Mich stört nämlich das Negerchen dort auf der Schwelle neben dem Revolver. Es liegt sogar noch immer dort. Ja, gewiss. Aber wer hat's denn da hingelegt? Wenn einer von Panik ergriffen ins Wasser geht, dann legt er doch nicht so ein Negerchen auf die Schwelle. Ich
sagte Ihnen bereits, er war wahnsinnig. Und er hatte nun mal den Tick mit diesen ganzen Nägerchen hier. Ja, der wollte das Spiel eben bis zum bitteren Ende spielen. Das ist doch eine reine Hypothese. Außer, dass alles darauf hindeutet, dass es genau so war. Also für mich jedenfalls nicht. Also gut. Also gut. Dann noch einmal ganz langsam auch für Sie zum Mitdenken. Gestern Abend, nach Miss Claythorns hysterischem Anfall und ihrem hochdramatischen Abgang, da versiegelt sich Miss Claythorne in ihrem Zimmer. Stimmt doch? Ja. Gut. Armstrong, Sie und ich, wir tun das Gleiche. Jeder von uns geht auf sein Zimmer und verschließt die Tür von innen, richtig? Ja, stimmt auch. Eine Stunde später, da höre ich plötzlich Schritte vor meiner Tür und stehe auf und klopfe bei Ihnen an, richtig? Ja. Dann klopfe ich an Miss Claythorns Tür und sage ihr, sie soll auf ihrem Zimmer bleiben, was auch immer geschehen möge. Richtig? Ja, stimmt. An Armstrongs Tür, da brauche ich aber nicht zu klopfen, weil sie offen steht. Das Zimmer ist leer. Ich gehe also vorsichtig hinunter und finde dort auf der Schwelle den Revolver und daneben das Nägelchen. Dann nehme ich den Revolver an mich, gehe wieder hinauf auf mein Zimmer und am nächsten Morgen finde ich Armstrongs Schuh dort hinten auf der Kante eines Felsens. Also? Ja, klingt ja plausibel. Hat nur einen Nachteil. Das ist Ihre Version. Ja, und wie ist Ihre? Das ist doch ganz einfach. Armstrong, der wirklich mit den Nerven vollkommen fertig ist, bekommt es einfach mit der Angst. Er schleicht sich aus dem Haus, um sich hier irgendwo auf dieser Insel zu verstecken. Sie, Captain, Sie hörten ihn, gingen ihm nach und erschossen ihn mit Ihrem Revolver, den Sie ja nie verloren haben. Und warfen ihn dann ins Meer. Schluss, aus, vorbei, da waren es nur noch drei. Von denen ich dann noch vor dem Frühstück zwei erschossen hätte, wenn Ihre Version stimmen würde und ich der Mörder wäre. Nein, Captain, das wäre nicht Ihre Masche. Sie wollten uns doch nach Ihrem läppischen Lied erledigen. Wie geht doch gleich die nächste Strophe, Mr. Onum? Chlor, Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich der Mörder, also... Miss Claythorne, wie geht die nächste Strophe? Ich bitte Sie, Mr. Blower. Ich bitte Sie, Miss Claythorne. Schauen Sie nach, Lehrer. Zwei kleine Negerlein, die trieben Wilderei. Das eine fraß ein wilder Bär, da waren es nur noch zwei. Und jetzt, Lor, sagen Sie mir doch bitte, wo auf dieser Insel ich einen Bär herbekommen soll. Philipp! Ja, und was, wenn Armstrong doch nicht tot wäre? Wenn er nur einen Unfall vorgetäuscht hätte, um uns hier in falscher Sicherheit zu bieten? Ja, das wäre schon eine Möglichkeit, aber... Wozu hätte er denn dann den Revolver zurückgelassen? Ja, vielleicht wirklich, weil er darauf spekuliert, dass ihm einer von uns den Rest der Arbeit abnimmt. Captain, wenn Sie wirklich nicht Mr. Onim sind, warum geben Sie mir dann nicht Ihren Revolver? Würden Sie denn hergeben, wenn Sie... Wenn ich ein gutes Gewissen hätte, ja. Wozu benötigen Sie denn Sie drehen? Ja, ich möchte die Insel noch einmal absuchen. Um ganz sicher zu sein. Wozu denn, wenn ich Armstrong erschossen haben sollte? Ja, um wirklich ganz sicher zu sein. Das sind Sie auch ohne Revolver. Armstrong, falls es ihn noch gibt, der ist garantiert unbewaffnet. Und Sie sind doch viel stärker als ich. Na gut, ich gehe. Grüßen Sie Herr Armstrong schön. Ich will's ausrichten. Miss Blazer, möchten Sie nicht mit mir kommen? Oder vertrauen Sie Captain Lombard? Passen Sie auf sich auf, Mr. Blore. Na gut, ich würde es versuchen. Aber an Ihrer Stelle würde ich Ihnen um seinen Revolver bitten. Vertrauen gegen Vertrauen, wie man so sagt. Naja, warum eigentlich? Bitte. Bitte. Ja, nehmen Sie ihn, damit er beruhigt ist. So ein Mensch. Ein Glück für die Polizei, dass der den Dienst gesichert hat. Jesus. Nein. Ah! Oh! Mein Gott!
Eine ganz primitive Falle. Sie trat am Boden. Verbunden mit einer schweren Last. Regelrecht zerquetscht hat es ihn. Der Schädel eingeschlagen von der schweren Marmorfigur am Ende der Mauer. Ein Bier! Ein Bier! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch wirklich nicht! Das ist so albern! So gespenstisch albern! Etwas. Aber etwas. Das begreife ich nicht. Lor, der war doch so misstrauisch. Der hatte seine Augen überall. Warum? Warum hat der den Draht nicht gesehen? Er hat den Draht nicht gesehen, weil er etwas anderes gesehen hat. Oder jemand anderen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Aber Lor hat es gesehen. Bevor er starb. Was? Armstrong. Beziehungsweise Armstrongs Leiche. Angeschwemmt am Strand. Aber. Moment. Tote spannen keine Drähte. Das wär's dann wohl. Jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind. Hübscher Trick. Saubere Arbeit, Mrs. Onnen. Ich bin nicht Mrs. Onnen. Niemand weiß das besser als Sie, Mr. Onnen. Madame belieben wohl zu scherzen. Hätte Ihnen denn Mr. Onnen seinen Revolver anvertraut? Jeder macht Fehler. Nur Mrs. Onnen. Nein. So also sieht jemand aus, der kaltblütig 8 Menschen auf dem Gewissen hat. Jung, schön. Aber leider total verrückt. Warcraft. Er war der Größte. Er hat sie als Einziger durchschaut. Er war der Größte. Er hat sie durchschaut. Bleib sie stehen, Onnen. Sie sind ein kranker Mensch. Und sie stehen nicht zu in nichts, so wenn sie mir nicht tun. Leicht bekommst du mich. Noch ein Schritt und ich will. Ja, schieß doch. Sie wollen ihn nicht? Nun, wir werden darauf zurückkommen. Nehmen Sie Platz, Miss Clayford. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Setzen Sie sich, es wird etwas dauern. Eigentlich wollte ich die Geschichte ja für mich behalten. Aber jeder Mensch hat so seine kleinen Schwächen. Ich neige zur Eitelkeit. Vielleicht auch zu intellektuellem Hochmut. In diesem Moment bin ich stolz auf mich. Ich habe auf wohldurchdachte Art der Gerechtigkeit zu einem ihrer seltenen Siege verholfen. Alles fing mit meinem Gerechtigkeitssinn an. Ich hatte ihn schon als Kind. Nichts erregte mich mehr als Ungerechtigkeit. Mich strebte ich leidenschaftlicher an als die Gerechtigkeit. Aber da war in mir noch ein anderes, seltsames, ganz und gar entgegengesetztes Gefühl. Ich wollte töten. Es gab frühe Experimente mit Käfern, Wespen, Eidechsen. Und mit jedem kleinen Tod wuchs das Verlangen nach einem großen Tod. Nach vielen Töten! Natürlich wurde ich Staatsanwalt. Eine ausgezeichnete Berufswahl.
Sie ermöglichte es mir, beide Neigungen unter einen Hut zu bringen. Ich machte rasch Karriere. Mein Ruf verbreitete sich schnell. Ich war streng, aber fair. Unter den vielen, die ich an den Galgen brachte, war kein Unschuldiger. Auch Siegen hatte den Tod verdient. Ich schwöre es angesichts meines und ihres Todes. Auf die Dauer genügt es mir nicht. Ich wollte sie selber hinrichten. Du bist einmal zu töten. Wurde schier mordlos. Meine Fantasien wuchsen ins Ungeheure. Ich wollte ein unerhörtes, nie dagewesenes Verbrechen. Indes mich hinderte mein Gerechtigkeitssinn. Kein Unschuldiger sollte leiden. Ich hatte Glück. Die nebensächlich hingeworfene Frage eines befreundeten Mediziners brachte mich auf den richtigen Weg. Er wollte wissen, wie oft es wohl passieren mochte, dass ein Mord geschieht, den die Justiz nicht ahnden kann. Als Beispiel führte er den Fall einer alten Dame an, der von einem bediensteten Ehepaar ein spasmolytisches Mittel vorenthalten wurde, weil die beiden finanzielle Mittel zu erwarten hatten. Ja, Sie kannten ja Mr. und Mrs. Rogers. An jenem Abend war ich so vergnügt, dass ich auf dem Heimweg zu feiern. Eine dumme, uralte Melodie. Ein Kinderlied. Schon im Kindergarten hat es mich fasziniert. Dieses unerbittliche Dahinschwimmen. Dieses zwangsläufige Zugrundegehen. Ich fand meine Opfer erstaunlich rasch, weil ich mit jeder Konversation, die ich führte, methodisch mein innerstes Anliegen verfolgte. Die Welt, Miss Claythorne, wimmelt von Mördern ihresgleichen! Auf den Fall Armstrong stieß ich während eines Sanatoriums auf. Die Geschichte ihres Freundes hier erfuhr ich von einem Missionar, der aus Afrika zurückkam. Ich bin unschuldig! Schweigen Sie! Natürlich sind Sie nicht unschuldig und Sie wissen es! Aber dies leere Haus hier auf der Insel war rasch gefunden und erworben. Nach allem, was ich über meine Opfer wusste, war es leicht, die Einladung zu formulieren. Schwieriger war es, die Reihenfolge zu formulieren, in denen meine Nägelchen sterben sollten. Diejenigen, deren Untaten leichter wurden, sollten als erstes sterben. Die Schuldigeren sollten auch länger leiden und der Folter, der Angst und des Entsetzens preisgegeben sein. Also, zuerst Maß. Ich wählte ihn aus einer großen Gruppe von Personen, die ähnliche Verbrechen begangen haben und diese als Kavaliersdelikte abtaten. Während der Verwirrung, die von der Stimme auf der Grammophonplatte verursacht wurde, war es leicht, das Gift in die Flasche zu praktizieren. Es war, falls es Sie interessiert, Kaliumcyanid. Bei Mrs. Rogers war es normal. Ich gab es in den Cognac, den sie trank, als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte. Ach ja, Mackenzie. Den erledigte ich buchstäblich im Vorübergehen. Schlaf schmerzlos. Er hörte mich ja nicht einmal kommen. Jetzt wurde es schwieriger. Ich musste die Situation so nutzen, dass es stets auch ein anderer hätte gewesen sein können. Eine solche Situation ergab sich nach unserer ersten Abstimmung. Da ging ich mit Armstrong und Lady Emily nach oben, also mit zwei Zeugen. Oben hat
hatte ich ein folgenschweres Gespräch mit Armstrong in dessen Zimmer. Ich verließ ihn, erwischte Lady Emily, die eben ängstlich aus ihrer Tür spähte, und verpasste ihr die Spur. Dann gehe ich sehr rasch in die Küche, wo Rogers eben geräuschvoll das Putz schaut. Ich erschlug ihn von hinten. Der nächste Tote, Sie wissen es, war ich. Ja, wurde eben mein Tod von jenem verschreckten Dr. Armstrong festgestellt, mit dem ich oben verabredet hatte. Wir wollten dem Mörder gemeinsam eine Frage stellen, um ihn eben nach ihm suchen zu können. Er sollte mich für tot erklären. Angesichts meiner Leiche besaßen Sie dann zusätzlich die Freundlichkeit, einen hysterischen Anfall zu bekommen. Deshalb fiel es überhaupt nicht auf, dass Armstrong mich verfälscht. Hören Sie auf! Hören Sie doch bitte auf! Bald, Miss Clayton. Sehr wahr. Für die Nacht hatte ich mich dann Armstrong auf Strand verabschiedet. Wir hatten ein langes und sehr gutes Gespräch, in dessen Verlauf wir hoch auf die Klippen stiegen. Er fiel lautlos, so überrascht war er, als ich ihn hinunterstieß. Dann legte ich den Revolver auf die Schwelle, arrangierte die Nägelchen und ja, den Rest kennen Sie ja. Ja, die Nägelchen. Sie wundern sich vielleicht, warum ich alle Nägelchen zerstört habe? Aber die Antwort ist doch einfach. Weil auch noch die sterben werden, die noch nicht gestorben sind. Sie und ich. Ein paar Minuten. Dann nehme ich die letzte Kapsel Kaliumcyanid. Dennoch ich. Darüber bin ich mir klar, habe den Tod verdient. Sie wissen ja, mein Gerechtigkeitssinn. Sie sind wahnsinnig, Warbray. Gewiss. Stehen Sie auf, Angeklagte. Erheben Sie sich! Vera Elizabeth Clayford. Wollen Sie weiterhin leugnen, dass Sie, James Hemming, vorsätzlich und in räuberischer Absicht vom Leben zum Tode gebracht haben? Ich habe... Schweigen Sie! Angeklagte, kennen Sie einen Mann namens Robert Hemming? Ich will ihn keine Rechte... Kannten Sie ihn? Ja! Liebten Sie ihn? Liebten Sie ihn? Ja. War Ihnen bekannt, dass er der Bruder Ihres Schutzbefohlenen James Hamilton war? Ja. Dann wussten Sie auch, dass Robert Hamilton ein Bankrotteur und Spieler war, der sein Erbteil durchgebracht hatte, dass seine letzte Hoffnung das Vermögen seines minderjährigen Bruders war? Was Sie nicht wussten, war, dass Robert ihn klein liebte. Er. Den Sie, James, ertrinken ließen. Jimmy nannten Sie ihn, nicht wahr? Und Sie hätten ihn retten können. Vera Elizabeth Clayford, ich verurteile Sie zum Tode durch den Strang. So ist's gut. Ich denke... Was wir jetzt zu tun haben, tut jeder für sich allein. Wenn ich es nicht tue? Wenn Sie sich nicht aufhängen, dann werden Sie aufgehängt. Morgen früh, spätestens morgen Nachmittag, kommt das Boot. Dann wird man Sie hier finden, zusammen mit 9 Leichen. Und dann sehen Sie einmal zu, wie Sie denen erklären, dass ich der Mörder.
Seine letzte Hoffnung, das Vermögen seines minderjährigen Bruders war? Was sie nicht wussten war, dass Robert den Kleinen liebte. Er hat mir die Geschichte erzählt. Nachdem sie
James ertrinken ließen. Jimmy nannten sie ihn, nicht wahr? Und sie hätten ihn retten können. Vera Elizabeth Clayford, ich verurteile Sie zum Tode durch den Strang. So ist's gut. Ich denke, was wir jetzt zu tun haben, tut jeder für sich allein. Wenn ich es nicht tue? Wenn Sie sich nicht aufhängen, dann werden Sie aufgehängt. Morgen früh, spätestens morgen Nachmittag, kommt das Boot. Dann wird man Sie hier finden, zusammen mit 9 Leichen. Und dann sehen Sie einmal zu, wie Sie denen erklären, dass ich der Mörder bin. Was dann? Ja, jetzt schon? Lass sie doch noch mal ein bisschen klatschen. Naja. Danke. Tja, meine lieben Heimatspielfreunde, das war's mal wieder. Unser neuestes Stück, der Krimi von Agatha Christie, 10 kleine Negerlein, bei uns unter dem Titel Und da waren's nur noch 9. Ich weiß nicht, heute war, glaube ich, schon die dritte oder vierte Aufführung. Und es war einfach, ich muss ein Kompliment loswerden. Nach ungefähr 12,5 Stunden Spielzeit vor Zuschauern,
Sie waren heute ein fantastisches Publikum. Sie haben uns richtig aufgebaut, Sie waren dabei. Sie haben Szenenapplaus gegeben, Sie haben gekichert, irgendwas und so weiter. Und das hat die Spieler richtig aufgebaut und zu Höchstleistungen angetrieben. Und dafür möchte ich Ihnen recht, recht herzlich danken. Dankeschön. Naja, es war ja ein mörderisches Spiel und die Darsteller sind gestorben wie die Fliegen und sie mussten auch noch tippen, wer ist der Mörder und so weiter und das schon in der Halbzeit abgeben. Ja, es wurden über, ich glaube, 112 Stimmen abgegeben und ein paar waren richtig, ein paar waren falsch. Also die meisten Stimmen hatte unsere liebe Lady Emily. Sie konnte 30 auf sich vereinigen. Ja, unscheinbar, naja. Gottes Gerichts, ne? Ich bin auch stolz. Auf mich fielen 18 Stimmen, Dankeschön. Wir haben auch einen Loser. Tut mir ja leid, eine Stimme. Ne? Naja. Naja. Aber wir hatten auch zwei Darsteller, die wurden nur von Frauen ausgewählt. Der liebe Eddie. Wer war der zweite? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Also, da waren nur, haben nur Frauen drauf getippt. Aber wir haben auch 16, die auf den wahren Mörder getippt haben. Und das war unser Wargrave. Ja, tut mir leid für die anderen. Da wir ja morgen eine Zusatzvorstellung haben, vielleicht kommen Sie ja alle nochmal wieder. Ich weiß nicht, ob die Plätze reichen, dann können Sie ja nochmal tippen. Ja, Vera Claythorn, du bist meine Glücksfee heute Abend. Ich habe eine Brille extra mitgebracht, doch ich kann das schon. Ach was. Ja, ich guck das nochmal. Clemens. Elfie Clemens. Sir Lawrence Wargrave ist auch richtig. Heute abgegeben, ja. Weißer Zettel. Ja. Also, wo ist die Elfie Clemens? Wenn ich Sie auf die Bühne bitten darf. Nee, das überreichen darf das der erste Vorsitzende. Also ich das sehe, nur ein kurzes Wort, sie hätte mitspielen müssen und Kommissarin werden müssen, nicht? Dann wären vielleicht nicht alle umgekommen. Herzlichen Glückwunsch, an der Kasse wurde zwar gesagt, es gibt heute ein Fläschchen Sekt, wir haben es nochmal aufgestockt durch unseren Stockschirm, falls es mal regnen sollte, wenn wir eine Aufführung. Ja, wir sind jetzt eigentlich am Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg und empfehlen Sie uns weiter. Eine Bitte habe ich noch. Da Sie ja jetzt alle wissen, wer der Mörder ist, bitte noch nicht weiter sagen. Sagen Sie, es wäre spannend und naja, es. Aber die Spannung soll ja für die nächsten drei Aufführungen noch gewährleistet sein. Und das gleiche Spiel machen wir ja dann möglicherweise noch einmal. Und dann wäre es schlecht, wenn 112 Leute auf dem Wargrave tippen würden, nicht? Also, vielen Dank für Ihren Besuch und vielleicht bis zum nächsten Jahr mit einem neuen Stück. Welches? Weiß ich noch nicht. Danke. Oh! Ich nehme das wieder.
10 kleinen Neger rein. 10 kleine Negerlein. Lassen das, Rogers! Tranken ein Glas Wein. Hör damit auf, Rogers! Das erste, das verschluckte sich, da waren's nur noch 9. Ja, sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers, wenn dir die Möwen lieber sind, die singen wenigstens nicht so falsch wie du. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Ein erwachsener Mensch und singt Kinderlieder. Mein Gott, die Noten, die lagen auf dem Xylophon. Der Mr. Onion, der muss es doch mit den Negern haben. Da das Lied von den kleinen Negerlein und hier auf dem Regal 10 Negerchen. Eins doofer wie das andere. Das kommt doch davon, dass die Insel so heißt. Negerinsel. Ich weiß, wie diese gottverdammte Insel heißt, Rogers. Und ich weiß auch, warum sie so heißt. Weil wir beiden hier nämlich die Neger sind. Jetzt kommen gleich 8 Gäste und wir sind das einzige Personal im Haus. Falsch. Die Insel heißt Negerinsel, weil ihre Umrisse einem Negerkopf gleichen. Ich hab's mir auf der Landkarte angeschaut. Aber die einzigen Dienstboten für 8 Gäste sind nun mal wir. Nochmals falsch. 7. Es sind nur 7 Gäste. Und die 8. ist Miss Claythorne, Mrs. Onims Sekretärin. Und die kannst du nicht als Gast rechnen. Ja, aber sie schläft und isst und trinkt hier, genauso wie die anderen auch. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Lass das, Rogers! Ich halte es als Butler für meine Pflicht, einen Cocktail vorher zu probieren, bevor ich ihn serviere. Beruf ist Beruf. Die Sauferei, die bringt dich noch um. Und sag jetzt bitte nicht sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers. Das Boot, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Sie kommen. Abholen. Ein Butler holt seine Gäste nicht ab. Er empfängt sie. Und Jim wird ihnen schon behilflich sein. Ein Teufel wird er tun. Er rührt sich doch keinen Schritt von seinem Boot weg, so wie ich den kenne. Dann werden die Herrschaften eben ihr Gepäck selber tragen. Ihnen steht schließlich ein schönes, langes Wochenende bevor, in dem sie sich von der kleinen Anstrengung erholen. Natürlich. Gehe ich eben allein. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Und sagt Jim, er soll Öl für die Lichtmaschine mitbringen, wenn er die Herrschaften am Montag wieder abholt. Ich muss die Batterien nachfüllen, sonst sitzen wir hier plötzlich mal im Dunkeln. Woher weißt du eigentlich, wie sie heißt? Wer mit? Die Sekretärin. Miss Claythorne? Es stand auf der Liste. Welcher Liste? Ach so, tut mir leid. Mein Fehler hatte ich ganz vergessen. Gestern kam ein Brief mit der Gästeliste. Was sagst du mir erst jetzt? Man kann nicht früher sagen, was einem nicht früher einfällt. Also diese gottverlassene Insel, die bringt dich noch um das letzte bisschen Verstand, das der Alkohol dir gelassen hat. Hier werden wir nicht alt. Sehr wohl, Mrs. Rogers. Wie Sie meinen, Mrs. Rogers. Sie sind zum ersten Mal auf dieser Insel. Gewiss. Dann sind wir ja schon 2. Miss Claythorne, wenn ich nicht irre. Ja, und Sie sind Rogers? Sehr wohl, Miss Claythorne. Ich wünsche einen guten Abend. Guten Abend, Rogers. Holen Sie doch bitte mein Gepäck herauf. Und das von Captain... Lombard. Philip Lombard. Es steht noch ein Wunschstück. Sehr wohl, Miss Claythorne. Bis gleich zu Mrs. Onnen. Ach, leisten Sie mir doch noch einen Augenblick Gesellschaft, bis die anderen da sind. Ich sollte wirklich... Ob man sich hier wohl was zu trinken nehmen darf? Mir ist richtig heiß geworden nach dem steilen Aufstieg. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Nichts, danke, ich trinke nicht. Kinder, Kinder, was
konntet wohl kaum abwarten, was? Ist aber auch besonders schick. Und? Wo stecken die edlen Gastgeber, hm? Wo? Ich bin Mrs. Onnes Sekretärin. Ist da Mrs. Onnes, werden wir bis jeden Augenblick hier sein. Das glaube ich nicht. Wie bitte? Ich sagte, ich glaube nicht, dass Mr. und Mrs. Onnes gleich hier sein werden. Mr. und Mrs. Onnes sind verhindert. Ja. Wann kommen sie denn? Sie kommen überhaupt nicht. Sie sind in London aufgehalten worden. Woher wollen Sie das denn wissen? Es stand in dem Telegramm, das Mr. Rogers gestern Abend bekommen hat. Mr. Rogers ist mein Gatte. Wie finde ich denn sowas? Eine Einladung ohne die Gastgeber? Etwas ungewöhnlich, aber nicht unschick. Was haben wir denn da für ein Wässerchen? Darf ich Ihnen auch etwas anbieten? Gin, Whisky, Sherry? Sherry selbstverständlich. Den Wein trinken. Davis ist mein Name. Marston, Anthony Marston. Lombard, Philipp Lombard. Was darf ich Ihnen denn anbieten? Irgendwas, Hauptsache es ist nass. Ziemlich steil hier herauf, aber ein großartiger Ausblick. Erinnert mich direkt an Südafrika. An Südafrika? An welche Gegend denn? Natal, so die Ecke um Durban. Kennen Sie Südafrika? Ich? Nein, nein. Schade. Ein herrliches Land. Ich komme nämlich direkt dort her. Interessant. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Mrs. Onnes Sekretärin. Danke, danke, es ging. Ein bisschen steil hier auf. Ja. Mr. und Mrs. Onnes sind leider verhindert. Sehr erfreut, mir kennt sie. Gastgeber lassen sich entschuldigen. Verstehe. Schade. Hätte die beiden doch gerne kennengelernt. Sie kennen die Gastgeber nicht? Ach, machen Sie keine Mühe. Ich hole mir schon selbst was. Danke. Guten Abend. Nicht wahr? Tut mir leid. Ich werde Sie sofort auf Ihre Zimmer führen. Ich habe es leider versäumt, Mrs. Rogers die Gästeliste auszuhändigen. Wenn ich dann jetzt bitten darf. Einen Moment. Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit? Es gibt da eine alte Geschichte von zwei schiffbrüchigen Engländern, die zwei
drei Monate lang zusammen auf einem Floß unterwegs waren und nicht miteinander sprachen. Und wissen Sie auch warum, nicht? Nun, Sie waren einander nicht vorgestellt. Was waren Sie? Sie waren einander nicht vorgestellt. Den kannte ich. Ladies and Gentlemen, die Voraussetzungen sind bekannt. Wir werden zusammen hier ein Wochenende verbringen. Die Gastgeber sind bedauerlicherweise nicht anwesend. Ich schlage deshalb vor, wir tun, was auf dem Boot nicht sehr gut möglich war. Wir stellen uns einander vor. Wenn ich den Anfang machen darf, mein Name ist Warbrand. Ich bin Jurist, Staatsanwalt. Das heißt, ich war es. Das ist alles. Wen darf ich bitten? Na gut, also ich bin Philipp Lombard. Meinetwegen auch Captain Lombard. Bis vor kurzem war ich Soldat. Was? Ja, bei der Armee, in den Kolonien. Aber dann wurde mir die Sache zu fad und ich habe den Dienst quittiert. Schade. John Gordon Mackenzie. General Mackenzie? Oh, gewiss. Der Mackenzie. Nun? Naja, Tony Marston und was immer man gegen mich sagen kann, ich verstehe etwas von Weinen. Insbesondere von Portwein. Naja, das passt nicht. Davis ist mein Name. Davis. Ich bin...